Ich werde mich kurz halten und ich werde niemand vorgreifen, überhaupt nicht dem Gutachten, das Thema des heutigen Abends ist. Wenn wir hier diese zarten Transparente anschauen, dann blickt uns die Gerechtigkeit entgegen. Und zur Gerechtigkeit möchte ich eines sagen, wir sind nicht blauäugig. Wir sind nicht blauäugig und denken jetzt nur mit einem Gutachten und so weiter, ist das getan. Es ist uns bewusst, wir müssen die Regierung, wir müssen den Verfassungsgerichtshof und wir müssen notfalls sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte überzeugen. Das ist eine schwere Arbeit und insofern kann man sagen, wir sind noch nicht einmal auf der Hälfte des Weges. Vor 5 Jahren habe ich gesagt, wir sind aufgebrochen, damals 2014, zum Großglockner. Ich habe bewusst den höchsten einheimischen Berg genommen. Und wir sind heute noch ziemlich weit unten und wir müssen auch mit dem einen oder mit dem anderen Steinschlag rechnen. Ja? Wenn wir hier die Gerechtigkeit, da erlauben Sie mir noch eine Anmerkung. Gerechtigkeit hat nach meinem Dafürhalten nichts mit Arm und Reich zu tun. Gerechtigkeit hat auch nichts mit Parteifarben zu tun. Gerechtigkeit ist in unseren Köpfen, ist in unserem Bauch, ist in unserer Erziehung und ich halte daran fest und ich glaube daran, bitte unterstützen Sie mich und damit möchte ich schon zum nächsten ganz wichtigen Punkt kommen und da gibt es sozusagen eine Maxime, wenn Sie glauben, Sie sind heute in einem Hörsaal in Innsbruck oder in einer Universität oder wenn Sie glauben, Sie haben jetzt den Fernseher eingeschaltet, dann täuschen Sie sich. Diese 2 Personen sind wirklich hier. Mit Ihrem Applaus möchte ich begrüßen sehr herzlich den Thomas Müller aus Innsbruck und den Herrn Leitner, den ich auch nicht vorstellen muss. Also herzlichen Applaus. Kurze Hofübergabe und ziehe mich zurück. Danke. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Ehrers, für die Einleitung. Ich begrüße Sie auch recht herzlich zu dieser Veranstaltung, in deren Zentrum, wie gesagt, die Vorstellung dieses Gutachtens steht und eine Diskussion dann darüber. Ich war ein bisschen überrascht, dass wir uns hier treffen. Ein Gründerzeithaus wie das letzte Mal hätte auch den Rahmen bilden können. Aber es ist eine schöne Location ohne Zweifel, aber es war ja, glaube ich, der Idee geschuldet, draußen zu sitzen und Corona-bedingt die Veranstaltung dort durchzuführen, ist aber jetzt ein bisschen zu windig und die Abstimmung hat halt ergeben, dass wir herinnen bleiben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es ganz gut ist für manche dieser Gedankenaustausche, die auch in dieser Zeit stattfinden sollten, dass wir einander persönlich begegnen und sei es in noch so kleinem Rahmen, weil die Involviertheit in diesen Gedankenaustausch ist doch, glaube ich, extrem viel größer, wenn man beieinander sitzt, als wenn wir jetzt alle mit unserem kleinen Skype-Bildschirm irgendwo disloziert in der Stadt uns bewegen würden und uns die gleichen Geschichten erzählen. Also das hat schon einen Sinn bei aller Gefahr, aber ich hoffe, dass das alles Corona-konform hier gestaltet ist. Es macht jedenfalls den Eindruck, wenn das Wasser so serviert wird, wie das jetzt der Fall war. Natürlich könnte man das verschieben und sagen, es ist ohne dies, wie ein Bürgermeister mal gesagt hat, die Zeit der fokussierten Unintelligenz jetzt. Trotzdem glaube ich, wann, wenn nicht im Wahlkampf, soll man auch Sachthemen diskutieren und sich nicht eine Selbstbeschränkung auferlegen, im sozusagen massenmedial tauglichen Allgemeinplätzen zu bleiben. Daher ist es gut, glaube ich, dass wir dieses Rechtsgutachten oder infolge dieses Gutachtens dann diskutieren. Und das tut man ja alles andere als mit Allgemeinplätzen. Aber es wird natürlich nicht nur eine juristische Diskussion dann darüber sein, sondern es hat natürlich auch politische Implikationen, der Zustand jetzt oder auch das, was man allenfalls gerne hätte. Insgesamt eine komplexe Materie natürlich, weil ich glaube, es gibt sehr viele da hinein spielende Bereiche, auch so
sich widersprechende politische Ziele von Stadtbildschutz bis leistbares Wohnen, von Mieterschutz bis Denkmalschutz, von Steuerrecht bis Wohnbauförderung etc. etc. Ja, ich freue mich auf die Diskussion und eingangs, wie gesagt, wollen wir jetzt einen Einblick in das Gutachten bekommen und zwar von Universitätsprofessor Dr. Thomas Müller vom Institut für Öffentliches Recht an der Universität Innsbruck. Sie haben die Bühne. Bitte schön. Wie komme ich hierher? Der Herr Erhard hat mich vor einiger Zeit, das war noch die Vor-Corona-Zeit, also noch lange vor Corona, ist an mich herangetreten über die Vermittlung eines Kollegen, und zwar mit der Gutachtensfrage, ich sollte mir doch das Richtwertgesetz anschauen, im Zusammenspiel auch mit dem Mietrechtsgesetz. Dann habe ich das ein bisschen angeschaut, habe ein bisschen herumgefragt und dann haben sich zwei Gründe ergeben, warum ich es nicht machen sollte. Der erste, das war ein offensichtlicher Grund, Mietrecht. Ich bin aus dem öffentlichen Recht. Das Mietrecht ist nicht unsere Spezialität, sondern das ist also in anderen Instituten verortet. Der zweite wesentliche Grund, da hat ein Kollege formuliert, der hat gesagt, na, die Geschichte ist ja gegessen. Ja. Da gibt es ja schon ein VfGH-Erkenntnis dazu, eigentlich ja sogar mehrere VfGH-Erkenntnisse, aber ein ganz relevantes, in dem der VfGH gesagt hat, naja, also dieses ganze Richtwertsystem, das ist verfassungskonform. Ja. Okay, dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht schauen wir trotzdem ein bisschen hinein, weil das klingt ja spannend und man möchte sich auch ein bisschen fortbilden. Dann habe ich also mit dem Studium des VfGH-Erkenntnisses begonnen und habe mich dann etwas vertieft, also in Englisch sagt man down the rabbit hole. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, ja, es gibt sehr viel, es gibt einige Literatur dazu, es gibt schon relativ klare Erkenntnisse, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Geschichte nicht gegessen ist. Ja, zumindest aus juristischer Sicht. Und das liegt jetzt an mehreren Gründen, die ich Ihnen heute exemplifizieren werde. Also zum einen einmal darum, dass man natürlich an den VfGH-Erkenntnissen dann doch substanzielle Kritik üben kann. Ja, das ist natürlich dann eher so das rechtsdogmatische, vielleicht ein bisschen eine wissenschaftliche Sicht. Ja, das kann man natürlich immer machen. Aber das andere ist, dass in Wahrheit der Verfassungsgerichtshof ja dann doch seine kleine Perspektive offen gelassen hat. Er hat nämlich nicht gesagt, also dass das Richtwertsystem und die damit zusammenhängenden Beschränkungen, die vor allem also Altbauten oder Gründerzeitreise betreffen, dass die per se verfassungskonform sind bis in alle Zukunft, sondern er hat also hier doch einige Wegpunkte genannt, die in Zukunft dann dazu führen könnten, dass also dieses ganze System in die Verfassungswidrigkeit kippt. Wenn man das dann noch zusammennimmt mit Urteilen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu dem Thema erlassen hat, dann ergibt sich dann doch schon ein recht klares Bild, dass es also schon konkrete verfassungsrechtliche Grenzen gibt. Und da muss man jetzt also zwei Dinge auseinanderhalten. Also das eine ist so das Verfassungsrecht, von dem werde ich heute ein bisschen reden, und auch vom Verwaltungsrecht, von den Grenzen, ja, von der Kritik am VfGH. Ich werde davon sprechen, wie man das vielleicht ein bisschen anders sehen könnte und vielleicht auch in Zukunft ein anderes Gericht, vielleicht auch der VfGH in Zukunft etwas anders sehen könnte oder der EGMR, vielleicht auch der OGH, der ja auch eine gewisse, würde ich sagen, also seinen Teil dazu beigetragen hat an der wesentlichen Lage der Altbauten, also vor allem in Bezug auf den Lagezuschlag, der hier hat im Wesentlichen also fast den Lagezuschlagsverbot judiziert. Das müsste auch nicht sein, auf das wir vielleicht heute noch kurz eingehen. Aber es gibt hier also viele Gründe dafür, dass man sagt, das wird sich also in Zukunft, könnte man die Sachlage anders sehen. Wir haben zwar jetzt diese groben verfassungsrechtlichen Grenzen, aber auf der anderen Seite haben wir auch die wirtschaftliche Lage. Ja, das muss man einmal bedenken. Und das ist im Wesentlichen sozusagen meine Perspektive, die ich bei einem Verfassungsgerichtshof gefunden habe. Ja. Es kommt natürlich sehr wohl auf die wirtschaftliche Lage der Vermieter an. Also besonders also der Eigentümer von Altbauten, insbesondere also der Gründerzeitreise. Es kommt also letztendlich darauf an, wie scharf die wirtschaftliche Belastung für diesen Personenkreis wird. Der VfGH hat vor ein paar Jahren gesagt, es ist noch nicht substanziert geworden, dass also hier ein ganz konkreter Verfassungsverstoß vorliegt, seiner Meinung nach, das kann man anders sehen. Aber er hat nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft so sein wird. Also das ist so ungefähr so der Themenkreis,
mit dem ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Also offensichtlich soll das ja wirklich eine Diskussion sein. Der Herr Erhardt hat mir leider keine Frist gesetzt. Ja, das ist immer schlecht. Ja, weil wir von der Uni, wir reden ja recht gerne, aber ich werde versuchen, so konzise wie möglich zu halten. Und dann auch bitte dann im Anschluss, also wenn er fertig bin, jederzeit beantworte ich jede Frage. Oder soll ich gleich schon Fragen beantworten? Nein. Machen Sie erst. Gut, fangen wir mal grundsätzlich an. Also es geht im Wesentlichen also um das Richtwertgesetz, also das Gutachten, das Sie auch bekommen haben, bezieht sich fast ausschließlich auf zwei Themen, das Richtwertgesetz und das Diskriminierungsverbot. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem ganzen Panoptikum, mit dem wir es zu tun haben. Ich habe auch noch andere Stellungnahmen abgegeben, zum Beispiel zum Zuschlag, also Lagezuschlagsverbot unter Anführungszeichen. Das will ich da jetzt auch ein bisschen einreden, weil eines ist klar, das Richtwertgesetz an sich ist schon äußerst verfassungsrechtlich bedenklich. Wenn man es zusammennimmt mit den ganzen anderen Beschränkungen, die da daherkommen, ob das jetzt also der Lagezuschlag ist oder das Befristungsverbot, dann ergibt sich schon ein ganz ein anderes Bild, als es der Verfassungsgerichtshof hatte, weil das möchte ich auch gleich vorwegnehmen. Der Verfassungsgerichtshof hat so, das ist so wie auch in einer Salamitaktik, er hat also immer nur ganz bestimmte Aspekte des Problems in den Blick genommen. Das liegt jetzt weniger an den Antragstellern, sondern halt eben dauernd an einer relativ, restriktiven Zulässigkeitsjudikatur des VfGH. Also er hat mal Versuche schon von Anfang an abgewehrt, um also den Pflicht auf das Ganze zu nehmen. Er hat gesagt, nein, das ist zu breit und so, und nein, das geht so nicht. Aber was eben der Verfassungsgerichtshof gemacht hat, ist, er hat immer nur Einzelstücke herausgenommen. Ja? Und ich kann es auch eben an mir erkennen. Ja? Also ich esse auch immer nur einzelne Stücke Kuchen. Ja? Aber die summieren sich dann halt und dann lassen einen die Hose nicht mehr. Ja? Also wenn man das Ganze, das gesamte Bild nimmt, dann schaut das Ganze schon ganz anders aus. Gehen wir zum Richtwertgesetz. Ja? Also ganz kurz eine rechtshistorische Einführung in das Richtwertgesetz. Warum mache ich das? Naja, weil das Richtwertgesetz im Grunde genommen eines, nämlich besonders in den Vordergrund steht, das ist nämlich die Rechtsgeschichte. Das Richtwertgesetz kann man sich aus juristischer Perspektive ungefähr so vorstellen, wie ein Kartenhaus, das auf früheren Rechtsakten fußt. Ja, was meine ich jetzt damit? Also das Richtwertgesetz ist 1993 eingeführt worden, damit ist der Kategoriezins, der sehr unbeliebt und meines Erachtens auch wahrscheinlich verfassungswidrig war, weil er nämlich also viel zu wenig sozusagen also für die Vermieter zur Verfügung gestellt hat. Also der hat diesen Kategoriezins eben abgelöst. Durch ein, wie der Gesetzgeber es einmal so formuliert hat, durch ein flexibles System, das letztendlich, und jetzt sage ich Paragraph 1 Richtwertgesetz, einen angemessenen Mietpreis gewährleisten soll. Dieses Ziel ist ganz klar verfehlt worden, das werden wir uns jetzt gleich anschauen, aber wie war so das System, also wie war es zunächst also gedacht? Man hat also bestimmte Kriterien gewählt, um halt eben den Richtwert zu bestimmen. Was waren die Kriterien? Also Grundkostenanteil und Baukosten. Und dann hat man gewisse Zu- und Abschläge dazu genommen. Die Details kennen Sie wahrscheinlich und wenn Sie sie nicht kennen, ist es, glaube ich, relativ irrelevant. Aber man hat also mal so grundsätzlich einmal Kriterien angezogen mit Grund- und Baukosten, die man sagen, das sind sachliche Kriterien. Wer hat das jetzt zu beurteilen gehabt? Das war der damalige, was war es, der Justizminister? Die Landeshauptleitung, der Minister, der Justizminister hat die Verordnung erlassen. Ja. Also das war ungefähr also so ein System, es wurde also von den Ländern, wurden also da diese Kosten übermittelt und die sind dann zusammengerechnet worden und vom Justizminister dann also veröffentlicht worden. Jetzt einmal ganz grundsätzlich, ja, also die Kriterien an sich sind meines Erachtens sachlich. Ja, also das kann man durchaus eben dann, sagen wir so, mit den vermieteten Objekten dann in Zusammenhang bringen, dass man sagt, naja, so ungefähr so viel kostet also die Errichtung des Hauses und das soll dann eben durch die Miete eben teilweise abgegolten werden. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt allerdings zweierlei. Ja. Da geht es jetzt natürlich vor allem um die Details, die dürfen den meisten auch bekannt sein. Man hat eben die geförderten Baukosten und Grundkostenanteile genommen, die natürlich von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Wobei die Wohnbauförderung in den Ländern ja nicht unbedingt etwas mit der Frage des angemessenen Mietpreises zu tun hat. Also da war schon das erste Problem, dass dadurch das Kriterium nicht mehr sachlich war. Das zweite Problem ist folgendes und
da möchte ich doch, also ich glaube nicht an Wunder, aber für mich war das dann doch so ein wundersames Ergebnis, dass sich dann die eingemeldeten Grund- und Baukostenanteile derart niedergeschlagen haben, dass man also ein sehr stark regional ausdifferenziertes Richtwertsystem erhalten hat, das wir bis heute haben. Also zum Beispiel, also Wien und Burgenland waren sozusagen die mit den niedrigsten Richtwertpreisen und die anderen Länder sind also teilweise deutlich vorne gelegt. Das ist auch heute noch so. Ja, also sozusagen, also dieses wundersame Ergebnis, dass, also meine Frau kommt aus Klosterneuburg, ja, also ich kenne mich da ein bisschen aus, also so billig ist jetzt Wien auch nicht, ja, also von Grundkosten und Baukosten her betrachtet. Also wundersam, also der Herr Erhard hat ja dieses Beispiel immer, zum Beispiel, also derzeit noch 40% ist der Richtwert in Wien geringer als jetzt zum Beispiel in der Steiermark. Ja, oder zum Beispiel in Vorarlberg, da ist er am höchsten 8,92 und man kann sagen, im Burgenland ist er am tiefsten. Mir ist heute im Zug, wo ich das gelesen habe, wieder, also noch einmal studiert habe, ist mir die Idee gekommen, das muss irgendwie, vielleicht hängt das mit dem Schnitzelpreis zusammen. Ja, weil der Schnitzelpreis in Vorarlberg natürlich höher ist als der in Wien. Ja. Nur ist das leider auch kein sachliches Kriterium, ja, weil wieso sollten die höheren Lebenskosten im Westen höhere Richtwertpreise rechtfertigen? Aber es ist egal. Ja. Gehen wir vom Schnitzelpreis weg, aber wir können schon ein ganz deutliches Gefälle, also von West nach Ost sehen, das im Grunde genommen also letztendlich natürlich die Frage nach der sachlichen Rechtfertigung verlangt. Ja, wie ist denn das zustande gekommen? Also wenn man jetzt einmal näher auch in die historischen Daten schaut, also die Grundkosten und die Baukosten waren zu dem Zeitpunkt, wo das festgelegt worden war, das ist übrigens 1994 gewesen mit der Verordnung des Justizministers, die waren tatsächlich nicht so unterschiedlich. Verfälscht hat es das Ganze also diese Frage mit der Förderungsintensität. Also da ist ein Verzerrungsfaktor hineingekommen. Und natürlich kann es sein, dass zu dem damaligen Zeitpunkt das durchaus willkommen war. Ja? Und zwar unter dem Blickwinkel des sozialen Wohnbaus. Ja? Und dazu muss ich sagen, also ich bin kein Gegner des sozialen Wohnbaus, sondern ganz im Gegenteil. Man muss allerdings eines dazu sagen, dieses Kriterium war damals nicht vorgesehen. Das war gesetzlich nicht vorgesehen, sondern nur die Bau- und die Grundkosten. Im Jahr 2003 hat dann Böhm also entsprechend festgestellt, dass bereits der oberflächliche Befund nicht nur nahelegt, dass die Kriterien an sich unsachlich sind, sondern dass sogar aufgrund dieser unsachlichen Kriterien der ermittelte Richtwertpreis in Wien den Verdacht der Willkür nahelegt. Also da kann man natürlich dann wahrscheinlich weiter ausholen, da hat es umstrittene Beiratssitzungen gegeben, in der also über diese Preiszusammensetzungen dann diskutiert worden sind. Also man kann da vermutlich auch sozusagen auf der Faktenebene, also wie damals also diese Meldungen zustande gekommen sind, vermutlich einiges finden. Aber das bleibt einmal, das ist der erste Punkt. Also wir haben also an sich nicht geeignete Kriterien für ein gesetzgeberisches Ziel und wir haben also sozusagen dadurch beeinflusst oder bewirkt eine doch, sagen wir, wundersame regionale Differenzierung in den Richtwertpreisen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, also juristisch, wir sind immer noch im Jahr 1994, ja, was spielt denn das heute für eine Rolle? Und zwar vor allem aus einer Perspektive, wir springen in das Jahr 2008. Im Jahr 2008 wurden sämtliche dieser Verordnungen des Justizministers aufgehoben. Und zwar durch eine Gesetzesänderung. Allerdings ist der Inhalt dieser Verordnungen nicht weggefallen, sondern der Gesetzgeber hat, und das hat ein Kollege von mir als Taschenspielertrick bezeichnet, der hat diesen Inhalt dieser Verordnungen des Justizministers mit diesen sehr unterschiedlichen Richtwertpreisen in das Gesetz übernommen. Ja, und aus juristischer Sicht ist es so, wir haben einen starren Stufenbau der Rechtsordnung, ja, also ganz oben ist natürlich die Grundprinzipien Demokratie, darunter das Europarecht, dann das Verfassungsrecht und dann das Gesetzesrecht und darunter die Verordnungen. Und wenn ich etwas aus einem Verordnungsrecht ins Gesetzesrecht hebe, dann sichere es natürlich ab, ja, gegenüber dem Vorwurf, dass zum Beispiel eine Verordnung gesetzeswidrig ist. Ja. Also das ist, man könnte es auch als Sicherungsmaßnahme sehen. Der Gesetzgeber hat also daran sozusagen also diese Richtwerte in das Gesetz übernommen. Und jetzt kommen wir eigentlich jetzt dann also zum Spannenden. Wenn jetzt also der Gesetzgeber diese Richtwerte in das Gesetz übernimmt, sichert er es natürlich
Vorwurf der Gesetzeswidrigkeit ab. Den hat man damals auch schon erheben können, ja, weil also diese Richtwerte meines Erachtens heute also nicht sachlich zustande gekommen sind. Aber er kann natürlich sich nicht gegenüber dem Verfassungsgerichtshof absichern, weil den Grundrechten, die in der Verfassung normiert sind, muss auch jedes Gesetz entsprechen. Und jetzt kommen wir also sozusagen zum Kernpunkt und da kommen wir auch dann zum Gutachten. Das ist also sozusagen unsere heutige Rechtslage, die besteht darin, dass die Richtwerte mittlerweile gesetzlich abgesichert worden sind, aber in Wahrheit auf Feststellungen beruhen, die vor, jetzt muss ich rechnen, 28 Jahren, ich glaube von 1992 hat man da die Förderung zu, das sagen wir 25 bis 30 Jahre. Also wie die ganzen Zahlen zustande gekommen sind, das habe ich selber nicht ganz verstanden, aber es geht bis zum Jahr 1992 zurück. Das ist, glaube ich, um die Förderungsregelung gegeben, also 1992. Also sehr weit zurück. Also wir können den Ursprung der Richtwerte 28 Jahre zurückverfolgen. Und das Spannende ist jetzt an dem, in dieser Zeit wurden die Richtwerte kein einziges Mal anhand der tatsächlichen Grund- und Baukosten angepasst, sondern sie wurden teilweise an die Inflation oder beziehungsweise an den Verbraucherpreisindex angepasst, was ja durchaus in Ordnung ist, aber wenn man sich schon lange vor Augen führt, dass also die Baukosten und der Verbraucherpreisindex also so stark auseinander divergieren, dann ist selbst das nicht hinreichend. Und wenn noch etwas dazu kommt, wenn man sagt, die Datengrundlage war an sich unsachlich, ja dann ist man also jetzt in der Situation, wo man sagt, es macht durchaus Sinn, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Kurz, aus der Perspektive der Grundrechte, was bedeutet denn also die derzeitige Situation? Die derzeitige Situation, oder die seit 2008, bedeutet einen mehrfachen Eingriff in Grundrechte, also zwar diesmal eben nicht durch eine Verordnung, sondern durch ein Gesetz. Welche Grundrechte sind betroffen? Gleichheitssatz, Eigentum, Erwerbsfreiheit. Also drei Grundrechte. Schauen wir uns nur ein Grundrecht an, das ist natürlich das, was da natürlich besonders hervorsticht, das ist der Gleichheitssatz. Und darum ist es ein Gutachten gegangen. Also wenn Sie sagen, ja schon, was der Müller da alles erzählt, da steht ja alles da nicht drinnen, ja, dann muss ich sagen, das Gutachten war natürlich jetzt ein Teilaspekt herausgenommen, den Gleichheitssatz. Was sagt der Gleichheitssatz? Gleichheitssatz sagt, gleich ist es gleich zu behandeln und ungleich ist ungleich. Das interessiert uns nicht, das letzte Mal, man gleich ist gleich behandelt. Ja. Also könnte man die Frage stellen, warum jetzt zum Beispiel ein Grazer Gründerzeithaus 40% teurer ist in der Miete als jetzt ein Wiener Gründerzeithaus. Ja, das ist doch das Gleiche. Ja. Wenn also so ein, sagen wir so, ein Eingriff vorgenommen wird durch den Gesetzgeber, dann bedeutet das nicht, also wenn er jetzt also etwas ungleich behandelt, dann bedeutet das noch nicht per se, dass es verfassungswidrig ist. Ja, das muss man immer bedenken. Also das ist kein absolutes Verbot, sondern man kann immer rechtfertigen. Wie kann ich so etwas rechtfertigen? Ja, also ich muss einen sachlichen Grund vorbringen. Ja, und dazu kommen wir gleich. Ist das sachlich begründet? Mit dem hat sich auch der Verfassungsgerichtshof beschäftigt. Aber was interessant ist beim Gleichheitssatz ist, Gründerzeitensituation, wir haben erstens einmal eine Diskriminierung, ja, also der Herr Erhard ist ein großer Feind des Begriffs Diskriminierung. Ja. Also das, ich verstehe das natürlich, weil da immer ein gewisser Vorwurf vorhanden ist, aber wir sagen einfach Ungleichbehandlung oder Eingriff in den Gleichheitssatz. Also das ist im Grunde genommen das Gleiche. Also einerseits haben wir eine Diskriminierung der Wiener Gründerzeithäuser gegenüber praktisch allen außer Burgenland. Ja? Das ist einmal das Erste. Wenn man sagen, so Ungleichbehandlung, dann fragt das auch die Rechtfertigung. Das Zweite, wenn man näher hineinblickt in das Regelungssystem, haben wir in Wahrheit auch eine Ungleichbehandlung von Alt- und Neubau. Also die Altbauten, wozu die Gründerzeithäuser gehören, und die Neubauten, die, interessanterweise, das habe ich dazugelernt, ja, die es ja schon ab 1945 gibt. Ja, hätte das gedacht, ja, ich habe das nicht gewusst, ja, also ich muss noch schauen. Also ich lebe in einem Haus aus 1988 und habe mir gedacht, das ist jetzt wohl einmal Altbau. Ja, aber nein, es ist kein Altbau, sondern es ist garantiert ein Neubau. Und zwar auch gegenüber also solchen Neubauten, die halt eben einfach viel schlechter, ich will jetzt ganz mal salopp sagen, also viel schlechter bestellt ist, als jetzt zum Beispiel um ein generalsaniertes Gründerzeithaus. Das ist, sagen wir, die zweite Diskriminierung.
Also in Wahrheit habe ich in diesem Zusammenhang eine doppelte Diskriminierung. Und jetzt kann ich natürlich noch weitergehen. Jetzt kann ich immer sagen, ja, also beim Lagezuschlag, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ja? Also das werden Sie vermutlich wissen, also Lagezuschlag kann man also zum Beispiel in Gründerzeitvierteln halt überhaupt nicht haben. Ja? Und das ist vollkommen irrelevant. Ja? Ob jetzt da überwiegend Gründer, also wie der Wohnungsbestand ist, da kommt es gar nicht auf die Wohnung an sich drauf an, in der man lebt, ja, sondern es kommt nur darauf an, ob jetzt die Gebäudezahl überwiegend aus Gründerzeithäusern besteht. So hat es der OGH gesagt. Nur eine ganz kurze Anmerkung dazu, ich glaube, das kann ich da nicht vertiefen, aber wenn es um die Gebäudezahl geht, ja, da kann ich also einen riesigen neuen Neubau haben und ein kleines Gründerzeithaus, ich weiß, die meisten sind eher größer, aber machen wir jetzt einfach, bleiben wir bei dem Beispiel. Ja. Und also dieses Mini Gründerzeithaus hebt sozusagen nach dem OGH dann also diesen großen Neubau dann eben auf. Also wir können hier also in mehrfacher Hinsicht intensive Eingriffe erkennen in den Gleichheitssatz. Das gleiche gilt auch gegenüber dem Eigentumsgrundrecht. Was wird denn beschränkt? Na, die Privatautonomie, die Vertragsfreiheit. Ja, also ich kann nicht nach Gutdünken also Verträge abschließen, sondern es handelt sich hier um ein sehr rigides Preisregelungssystem. Und solche rigiden Preisregelungssysteme, ich komme übrigens aus dem Wirtschaftsrecht, ja, die sind natürlich sehr stark, wenn wir sagen, also die sind sehr stark rechtfertigungsbedürftig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Beispiele herausgreife, also da gibt es zum Beispiel in Österreich das Preisgesetz, da kann ich unterschiedlich, zum Beispiel Arzneimittel, Erdöl und so weiter, preisregulieren. Das ist immer nur unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen befristet möglich und immer nur dann im Hinblick auf einen angemessenen volkswirtschaftlichen Preis. Und was mir als Wirtschaftsrechtler dann doch ein bisschen erstaunt hat, ist, dass, also wenn man das näher bedenkt, dass eigentlich dieser Richtwert eigentlich jetzt wenig volks- oder betriebswirtschaftlich ist, ja, sondern halt eher, sagen wir so, in gewisser Weise rechtshistorisch aus bestimmten Zufällen entstanden ist, die man nicht so genau erklärt. Ja. Dann ist beschränkt die Erwerbsfreiheit. Warum die Erwerbsfreiheit? Na, ist auch ganz klar, also mein Vermieter will Geld verdienen. Ja, und die Erwerbsfreiheit, die schützt halt sozusagen also alle auf Gewinn gerichteten Tätigkeiten. Warum sage ich denn das jetzt so dazu? Der Verfassungsgerichtshof hat sich nicht so genau mit diesen Grundrechten beschäftigt. Also es ist so, ja, also letztendlich, wenn man also Grundrechtskonformität überprüft, das sind immer so Abwägungsfragen. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, wenn jetzt viele Grundrechte berührt, werden manche Grundrechte in mehrfacher Hinsicht berührt oder werden sie halt eben, oder wird nur eines berührt, ja, eher beiläufig. Ja. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr weit auseinanderliegende Pole. Aber in unserem Fall müssen wir sagen, wir haben mehrere Grundrechte. Drei, der Gleichheitssatz wird gleich doppelt berührt. Das sind sehr intensive Eingriffe, die wir sonst aus der Rechtsordnung eher nicht so kennen, würde ich jetzt einmal dazu sagen, also wenn man das näher so durchdenkt. Ja. Also solche rigiden Preisregeln, zumal sie auch unbefristet sind. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also für mich als Wirtschaftsrechtler ist das immer so, Preisregelung, das ist ganz okay. Ja. Da muss man aber gewisse Flexibilität haben und vor allem also solche rigiden Systeme, die praktisch unbefristet sind, die sind dann schon bedenklich. Okay. Jetzt habe ich Ihnen also meine verfassungsrechtlichen Bedenken so ganz gut dargelegt. Jetzt gehen wir also zum Verfassungsgerichtshof. Ja, was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt? Also die Antragsteller haben so ungefähr so entlang dieser Linien halt eben argumentiert. Man muss natürlich jetzt eines dazu sagen. Ich sage immer zunächst einmal dazu, worin also der Verfassungsgerichtshof Recht hat. Der Verfassungsgerichtshof hat natürlich darin recht, dass zum Beispiel der Vorwurf, ja, dass also eine frühere Verordnung aus dem Jahr 1994, dass die halt eben sozusagen, also gesetzeswidrig war, die spielt heute keine Rolle. Ja. Die ist schon lang weg. Die ist schon im Jahr 2008, also nehmen wir die Verordnung des Justizministers aus dem Jahr 1994, mit der erstmals die Richtwerte festgelegt worden sind, nehmen wir die her, die ist schon lang weg. Die gibt es nicht mehr, die ist vollkommen irrelevant. Ja. Die ist passé. Die kann ich nicht anfechten, die ist ein Teil der Rechtsordnung, die ist spätestens seit 2008 ist sie weg. Ja, weil da ist das Gesetz gekommen und hat sozusagen das alte Richtwertgesetz und die darauf beruhenden Verordnungen verdrängt. Also da hat er schon recht. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Trick, den der Verfassungsgerichtshof zunächst gebracht hat und da ist er dem Gesetzgeber gefolgt. Er hat einmal zunächst einmal einleitend festgestellt, da der Gesetzgeber den Inhalt der Verordnung, also die Richtwerte, in das Gesetz übernommen hat, ist die Richtwertregelung sachlich. Das ist also das Einstiegsargument gewesen.
Also da der Gesetzgeber aus der Verordnung ein Gesetz gemacht hat, ist es sachlich. Das ist natürlich nicht richtig. Das war das erste übrigens, nachdem ich also den Auftrag bekommen habe, haben wir das VfGA-Erkenntnis durchgelesen, habe ich das gesehen und so. Wie kann denn das sein? Maßstab sind die Grundrechte. Da ist das Gesetz, da ist die Verordnung. Die Sachlichkeit muss ich anhand der Grundrechte beurteilen. Also, wenn ich jetzt die Verordnung zum Gesetz bringe, muss ich immer noch die Sachlichkeit beurteilen. Meine, das war dem Verfassungsgerichtshof schon klar, weil er hat das dann im Wesentlichen auch gemacht. Aber das Erste war schon mal so darauf hinzuweisen, dass er mal, naja, also jetzt ist es zum Gesetz geworden, jetzt hat es also sozusagen mehr Legitimität. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist vollkommen egal, ob ich jetzt also eine Verordnung oder ein Gesetz habe, die Verfassung bleibt stets, also der Maßstab. Da kommen wir also zum Inhaltlichen. Gibt es tatsächlich eine sachliche Rechtfertigung für die derzeitige Richtwertfestlegung? Was hat der Verfassungsgerichtshof dazu gesagt? Er hat im Wesentlichen erzählt, wie das funktioniert hat. Also ein kleiner rechtshistorischer Abschnitt hat gesagt, ja, die Länder haben die Daten geschickt und der Justizminister hat dann quasi eine Verordnung gemacht. Fertig. Die ganzen Vorwürfe, wo man gesagt hat, aber bitte, man muss doch die Datengrundlage überprüfen, ob das überhaupt valide ist, die hat der Verfassungsgerichtshof, wir sagen, leider nicht abgehandelt. Das heißt also, an der mangelnden Validität der Datengrundlage, oder wie es Böhm formuliert hat, an der willkürlichen Richtwertefestsetzung durch den Justizminister, oder man kann es vielleicht früher schon durch die Landeshauptleute, die da der Justizminister, das wäre 1994, kann wahrscheinlich gar nichts dafür, der hat halt einfach mehr oder weniger nochmal nachgerechnet und hat es dann so veröffentlicht, sondern, also da muss man den Vorwurf natürlich den Landeshauptleuten dann eben machen, oder den alles auch von Wien, der das da halt eben dann gesteuert hat, wobei es jetzt weder Strafrecht oder sonst irgendwas ist, ja, und er hatte, aber also letztendlich ist es so, dass also diese Verordnung selbst halt eben unsachlich ist und nur weil der Gesetzgeber sie in ein Gesetz übernimmt, wird die Unsachlichkeit nicht geheilt. Die ist immer noch da. Jetzt ist sie halt nicht mehr in der damaligen Verordnung, sondern jetzt ist sie im Gesetz. Man könnte ja so ein bisschen aus der zur Zeit von einer Infektionstheorie sprechen. Also das heißt, also aus der Verordnung, die Verordnung wird zum Gesetz, aber sozusagen der Virus, die Verfassungswidrigkeit, der bleibt bestehen. Das heißt also, das hat der Verfassungsgerichtshof nicht widerlegen können. Dann hat er in, sagen wir so, in einer gewissen Wende, weil er das wahrscheinlich auch gesehen hat, dass das natürlich alleine nicht reicht, dann hat er also versucht noch andere Begründungen zu finden und da ist es auch also besonders spannend, dieses Ergebnis. Und zwar ist es also darum gegangen, dass er im Wesentlichen gesagt hat, naja, also in Wahrheit geht es ja eben um Wohnpolitik, ja, also vor allem also um Sozialpolitik, also soziales Wohnen, das soll jetzt also plötzlich mit dem Richtwertgesetz gefördert werden. Ja. Jetzt muss man natürlich eines dazu sagen, das war nie die Absicht des Gesetzgebers, zumindest nicht die vorgetragene Absicht des Gesetzgebers. Das ist jetzt also nur eine kleine Anmerkung, das heißt jetzt nicht, dass es dann deswegen verfassungswidrig ist, aber in Wahrheit, das steht im Gesetz an keiner Stelle drinnen. Wenn man das annehme, dann müsste man schon sagen, schon aus dem Grund wären die Verordnungen aus dem Jahr 1994 dann halt eben gesetzeswidrig gewesen. Ja. Weil soziale Gründe waren also im Richtwertgesetz nicht wirklich verankert. Aber gut, gehen wir es nochmal an, also mal im Einzelnen, also was sagt also dann der Verfassungsgerichtshof? Ja, also es geht also um Sozialpolitik und in diesem Bezug hat eben der Gesetzgeber einen sehr weiten Spielraum. Und damit war es auch schon mit der Argumentation. Es ist ja oft so, dass Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs verkürzt sind. Ja, also dass sie sozusagen einfach nur so bestimmte Talking Points bringen und dann im Wesentlichen abbrechen. Also ein bisschen was hat er schon dazu gesagt, dass er gesagt hat, in Wien ist halt eben ein hoher Mieteranteil und eine hohe Bedürftigkeit halt eben nach leistbaren Wohnen und so weiter. Jetzt muss man eines dazu sagen. Grundsätzlich ist diese Argumentation zulässig, weil wenn ich einen Eingriff in Gleichheitssatz habe, dann brauche ich nur irgendein öffentliches Interesse. Ich muss nur irgendein öffentliches Interesse vorbringen und das muss dann halt eben verhältnismäßig sein. Was der VfGH nicht gemacht hat, ist, dass er halt in Wahrheit die Verhältnismäßigkeit nicht geprüft hat. Er hat im Wesentlichen nur ein öffentliches Interesse genannt. Er hat nicht zwischen den Vermieter- und Mieterinteressen abgewogen. Und vor allem hat er also nicht Bezug genommen auf diese doch massiven Grundrechtseingriffe.
Und dass natürlich wiederum die Datengrundlage halt eben eine verfehlte ist, das hat er eben auch nicht weiter ausgeführt. Also was er in Wahrheit gemacht hat, ist, er hat gar keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. In Wahrheit muss man eben sagen, dieses System ist halt eben praktisch nicht rechtfertigbar am Maßstab der Grundrechte, außer man sagt dann wirklich, wie der Verfassungsgerichtshof das gesagt hat, ich ziehe mich zurück auf eine, man nennt es bei uns Evidenzkontrolle, und schaue nur, ob da vielleicht eher öffentliches Interesse dahinter steckt, das in irgendeiner Weise valide ist, und dann sage ich, der Gesetzgeber kann machen, was er will. Das Problem an dieser Argumentation ist, diese Rechtsprechungslinie gibt es zwar, die kann allerdings der Verfassungsgerichtshof nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn halt die Grundrechtseingriffe nicht stark sind oder wenn außerordentliche Umstände dafür sprechen. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Corona-Epidemie her. Da ist es schon auch so, dass, das haben wir ja gesehen, der VfGH, da nimmt er sich natürlich schon einen Schritt zurück. Ich meine, immerhin hat er dann doch was aufgehoben, ja. Aber natürlich in Krisenzeiten ist es natürlich was anderes. Aber bei einer Regelung, die unbefristet gelten soll, ja, die also sozusagen eine unsachliche Datengrundlage gesetzlich in die Zukunft prolongiert, ohne dass also da die Vermieter rauskommen, da ist das schon was anderes. Das ist ein massiver Grundrechtseingriff. Das hat mich auch überrascht. Und da muss ich noch eines sagen, ich habe dann ein bisschen den EGMR angeschaut. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen so zur Perspektive. Ja. Was wir wissen ist, ja, die Sache vom VfGH ist jetzt einmal gelaufen. Ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr sagt, sorry, ja, war falsch, nichts für ungut, ja, machen wir es anders, ich habe das nicht dort gesetzt auf, ist klar. Nein. Aber was hat jetzt der EGMR damit zu tun? Ja, der EGMR, wenn man sich die Judikatur des EGMR anschaut, und jetzt muss ich da mein Blättchen nehmen, weil ich habe mir da nämlich vier Prinzipien aufgeschrieben, die ich aus der EGMR-Judikatur ableiten habe können. Also der EGMR hat da relativ also eine ausführliche Judikatur entwickelt, die Folgendes im Wesentlichen also auf Prinzipienebene erfasst. Es darf keine einseitige Belastung der Vermieterseite vorliegen. Das heißt, es muss also entweder einen Ausgleich geben, finanzieller Ausgleich, ja, in Form vor allem also von solchen Zuschlägen und so weiter. Ja. Also reine einseitige Belastung darf es nicht sein. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ich glaube, das ist die einseitige Belastung. Ja. Interessant ist Folgendes, und das führt mich dann wieder zu den Perspektiven. Der Verfassungsgerichtshof hat ein Urteil des EGMR nicht so gesehen, aber der EGMR hat das ganz deutlich gesagt. Der Vermieter muss einen Mindestgewinn erwirtschaften können. Das heißt also, der EGMR hat auf Grundlage des Eigentumsgrundrechts gesagt, es muss ein Mindestgewinn mal drinnen sein. Ohne dass er jetzt gesagt hat, ja, was denn das ist. Und als drittes Prinzip kommt es auf die Dauer der Einschränkung an. Also was der EGMR besonders genau überprüft, sind also solche Einschränkungen, die halt eben dauerhaft unbefristet sind. Wenn ich mir jetzt so das Richtwertsystem anschaue, ja, dann würde ich sagen, naja, das folgt eigentlich, es ist eigentlich sehr einseitig. Warum? Ja, also Altbau, Neubau, Wien, Steiermark, Lagezuschlag dort wieder nicht, ja, teilweise im gleichen, so über der Straße hin, ja. Also das ist eine einseitige Belastung. Ja. Die Frage ist mittlerweile, und da sind wir jetzt bei der wirtschaftlichen Seite, die natürlich nicht so beurteilt haben, ist mittlerweile schon so weit gediehen die wirtschaftliche Lage, dass also auch was mit einem Mindestgewinn, ich weiß nicht, was der EGMR darunter versteht, aber das wird wahrscheinlich eine konservative Kapitalverzinsung sein, ja, Prozent in der jetzigen Zeit, der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, ja, aber sicher über einem Sparbuch vermutlich. Ja. Also was er genau darunter versteht, das weiß ich nicht. Aber das Spannende an dem ist nämlich Folgendes. Also nach meiner Auffassung und nach meinem zum Austausch mit dem Herrn Erhard wäre mir schon so vorgekommen, dass es mittlerweile schon so weit ist, also dass halt eben diese Gewinne nicht mehr wirklich erwirtschaftet werden können, und dafür gibt es mehrere Indizien, ja, die Abrisswelle in Wien zum Beispiel, ja, oder einfach eine legislative
Maßnahmen, ja, dass man zum Beispiel, also war das 2018 in das Wiener, in die Wiener erbauen oder Genehmigungspflicht für Abrissanträge ein, sagen wir, die hat man verschärfen müssen, um dann halt eben Gründerzeitbesitzer so davon abzubringen, dann halt weiter abzureißen. Und was das bewirkt, ist Folgendes, was der EGMR vor allem im Blick hat. Ich würde das als Wirtschaftsrechtler als Lock-in-Effekt bezeichnen. Das heißt also, man wird von allen Seiten, wenn man Gründerzeit hat, ausgehabt, sozusagen gelockt. Ja? Du darfst nicht mehr abreißen, du darfst keinen Lage, wenn du Pech hast, ja, keinen Lagezuschlag, ja? Du hast einen niedrigen Richtwert, da gibt es wahrscheinlich einen Befristungsabschlag und so weiter. Also das, was hier passiert, das ist, und das geht natürlich so immer so im Laufe der Zeit, und da muss man natürlich das Gesamtbild im Blick haben. Wenn ich dann noch den OGH dazu nehme, ja, mit der Judikatur zur Neuerrichtung und Neuschaffung, ja, da könnte man ja vielleicht dann eben da den Lagezustand dann erringen, ja, wenn man also neu errichtetes Gebäude hat oder neue Wohnungen schafft. Ja, und wenn man da diese enge Judikatur hernimmt, also der OGH ist auch ein weiterer Beitragstäter sozusagen, jetzt ist vielleicht zu scharf, ein Beitragender zu diesem Lock-in-Effekt, da muss ich sagen, ist jetzt, glaube ich, dann schon, tatsächlich sind wir schon sehr nah an einer Grenze. Wo man sagt, das ganze System könnte, wenn das also so weitergeht, die wirtschaftliche Situation sich für die Vermieter verschlechtert, in die Verfassungswidrigkeit kippen. Und da ist eben die Ergänzung aus dem EGMR, also ja, Vermieter dürfen einen Gewinn machen. Der VfGH hat es in seinem Erkenntnis nicht so gesehen. Er hat nur gesagt, nur dann, wenn halt die Instandhaltung nicht mehr möglich ist. Nein, die Grenze ist schon ein bisschen weiter vorne. Also es geht schon sehr wohl darum, dass auch Vermieter von solchen Gründerzeithäusern auch noch einen angemessenen Gewinn. Der muss ja nicht hoch sein, aber er sollte zumindest angemessen sein. So, ich komme wieder zum Anfang zurück. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt geredet habe. Eine Viertelstunde. Ich komme wieder zum Anfang zurück. Ja. Also das wesentliche Ergebnis aus dem Gutachten, da steht natürlich vieles drinnen, was man schon weiß. Und so, ja. Aber es ist halt so, was aus dem Gutachten sollte zumindest also hervorleuchten, also dass das Richtwertsystem nicht in Stein gemeißelt ist, dass der Verfassungsgerichtshof sozusagen die kombinierten Effekte nicht in den Blick genommen hat. Sicher, ich glaube nicht, dass es bewusst war, da kann man keinen Vorwurf machen, aber er hat also eine einzelne Mosaiksteine beleuchtet und hat gesagt, nein, das ist schon ganz okay. Ja? Und das ist halt so eine Art, wie man sagen, das ist eine Salamitaktik. Ja? Da sieht man dann nie das ganze Bild. Ja? Ich glaube sehr wohl, also wenn man also das ganze Panoptikum heranzieht und sich das gesamte Bild macht, dass dieses eben ein ganz anderes ist. Und es wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, dass irgendwann einmal ein Gericht, ich kann es jetzt sagen, wann, es wird nicht der Verfassungsgerichtshof sein in den nächsten Jahren, aber wer weiß es. Ja? Also man kann natürlich den substanzierten Nachweis erbringen, oder das weiß ich nicht, ja, dass halt wirklich da Gründerzeitreise von Winter bankrott gehen oder so. Ich weiß nicht, was er da verlangt, der VfGH. Ja, so weit muss es allerdings ja noch nicht kommen. Also ich glaube, was halt eben angesagt ist, und da komme ich auf den Herrn Ehrer zurück, ist halt, man muss es halt rechtspolitisch. Ja, muss man versuchen, langsam vielleicht in kleinen Schritten dieses System halt wieder zu einem, würde man sagen, angemessenen Mietpreissystem zurückzuführen. Und da muss ich natürlich auch noch eines sagen, das steht auch im Gutachten drinnen, der Verfassungsgerichtshof sagt immer, ja, große Wohnungsnot in Wien und Bevölkerungsarmut und so, dem kann man natürlich schon entgegenhalten, dass es natürlich, also das Bruttoeinkommen in Wien sehr hoch ist. Glauben Sie mir, ich bin Tiroler, ja, bei uns ist es niedriger, dafür sind die Lebenserhaltungskosten hoch, ja. Also wir haben auch Lock-in-Effekte, ja. Das nicht nur in der Quarantäne. Also dem kann man natürlich sehr vieles entgegenhalten, auch dass halt die Stadtpolitik, also die Wiener Wohnungspolitik natürlich durchaus kritikwürdig ist. Da gibt es also Studien, die also besagt, dass in gemeinnützigen Wohnungen bis zu, glaube ich, 20% Personen drinnen sitzen, die an sich durch den mittleren oder der oberen Einkommensschicht also zuzuordnen sind und so weiter. Also das hat schon, es gibt schon sehr viele Gründe, die man auch auf der tatsächlichen Ebene dem VfGH entgegenstellen kann, die aber auch eines verdeutlichen, dass man sagt, also die Verlierer oder das verfassungsrechtlich so bezeichnete Sonderopfer
in dem Fall sind halt eben diejenigen, die ihre Gründer, die Gründerzeithäuser besitzen und halt eben vermieten. Und ich glaube, dass dieses Sonderopfer mit der Zeit immer deutlicher wird. Aber jetzt zur Zeit, bevor es tatsächlich eine Verfassungswidrigkeit gibt, würde ich tatsächlich eben anraten, dass man das auf rechtspolitische Art und Weise versucht, mit einer vielleicht einer gewissen Annäherung an Marktverhältnisse. Es muss ja nicht der freie Mietermarkt sein. Also da sage ich auch nichts dazu, ich bin der Jurist, der Verfassungsrechtler. Also ich sage, mein Herz schlägt natürlich sehr wohl für erschwingliche Mieten. Ja. Aber sagen wir so, eine derartige Situation, wo man also ganz eine einseitige Belastung hat, eben dieses Sonderopfer, also ich glaube, das ist auch aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht mehr lange tragbar. Ja, danke bis herzlich wieder. Vielen Dank. Darf ich Sie in dem Fall noch kurz bitten, hier Platz zu nehmen, weil wir, bevor wir jetzt in die Diskussion auch mit den Vertretern der Parteien hier beginnen, vielleicht den Herrn Professor Müller die eine oder andere wirklich juristische Frage, oder nicht, muss nicht juristisch, eine Sachfrage zum Gutachten selbst stellen können, bevor wir dann, wie gesagt, ins Politische gehen. So es die gibt, die eine oder andere Frage, bitte ich Sie aufzuzeigen oder zu überlegen. Bitte. Ich hätte eine Frage. Sie haben sehr schlüssig, auch das Gutachten gelesen, sehr schlüssig nachgewiesen, dass es die Zuschläge gibt und so weiter, vieles nicht in Ordnung ist nach der Verfassung. Warum zweifeln Sie dann, dass der Verfassungsgerichtshof diesen Fehler einsieht? Die müssen nicht, da hat sich ja auch Juristen das Ganze deuten können und es zumindest wieder auf ein vernünftiges Maß zurückschaut. Ja, es ist so, es gibt ja den Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Verfassungsfragen, da gibt es halt einen sehr weiten Beurteilungsspielraum. Ja. Der Verfassungsgerichtshof spielt mit diesem Beurteilungsspiel. Er nimmt einmal das kontrollierende Auge, das schließt er dann fast vollkommen, ja, in bestimmten Situationen, oder dann schaut er manchmal auch genau hin. Ja. Und meine Kritik am Verfassungsgerichtshof ist, er hat hier nicht genau hingeschaut. Ja. Würde er genau hinschauen, würde er wahrscheinlich zu meinen Schlüssen kommen. Er hat es allerdings in diesem Fall nicht getan. Und da muss man halt eines sagen, ein Verfassungsgericht ist, da gibt es ja nichts mehr drüber. Ja. Also das ist sozusagen ein Grenzorgan. Ja. Und dem ist sich der Verfassungsgerichtshof sehr wohl bewusst, dass er ein Grenzorgan ist. Und dass er schon also in gewisser Weise die, also in der Hand hat, ob er jetzt genau hinschaut oder nicht. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, das liegt an einer Grundkonzeption des Verfassungsgerichts, die sich gar bis in die Geschichte zurückverfassen lässt, dass der Verfassungsgerichtshof sehr ungern in politisch sensiblen Bereichen dem Gesetzgeber Vorgaben machen möchte. Weil er sich halt eben sozusagen, ja, das ist nicht immer so, ja? Also man kann auch sagen, es ist ein aleatorisches Element dahinter, ja? Weil manchmal kann man ihn dazu bringen, genau hinzuschauen, manchmal macht überhaupt eine Zurückweisung, wo man sagt, das interessiert mich schon überhaupt nicht, da ist ja gar nichts Verfassungsrechtliches dahinter, obwohl da riesen verfassungsrechtliche Fragen sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, beim Verfassungsgerichtshof ist man halt eben manchmal, ist es wie auf hoher See, ja? Man kann Glück oder man kann Pech haben. Also auch eine ausgefeilte verfassungsrechtliche Analyse, da kann man 200 Seiten schreiben, also ich kann mich noch erinnern, also, da hat es einmal einen deutschen Rechtswissenschaftler gegeben, der den Lissabon-Vertrag beim VfGH anfechten wollte, hat 400 Seiten geschrieben. Und der VfGH hat gesagt, das ist unzulässig. Also die 400 Seiten, den Aktendeckel hat er nicht einmal aufgemacht. Diesmal auch zu Recht. Ja. Aber das muss man halt so sehen. Also warum? Die Juristen sind nicht immer einer Meinung. Der Verfassungsgerichtshof ist ein Grenzorgan, das oftmals bei politisch sensiblen Materien Halt machen will. Und da sind wir beim Wollensaspekt. Er wollte nicht genau hinschauen in dem Fall. Das muss man einfach dazu sagen. Ein gewisses aleatorisches Element ist es. Und man muss aber eins sagen, er hat diese Perspektive eröffnet. Er hat gesagt, derzeit, es ist nicht substanziiert worden, dass
die Gründerzeithäuser, die Vermieter sozusagen, also in einer Situation sind, die verfassungswidrig wäre. Also er ist im Grunde genommen davon ausgegangen, naja, die werden schon noch einen Gewinn machen und das entspreche der Lebenserfahrung, dass da noch was zu holen ist und die werden schon nicht untergehen, so ungefähr. Ja? Und das muss man ihm zugute halten. Also er hat schon gesagt, also da gibt es schon so ein Maß. Ja. Bitteschön. Kann man vielleicht zusätzlich prüfen, inwieweit man die Gleichheitswidrigkeit auch im Steuerrecht abhängig machen kann? Wir haben 7 Einkunftsarten, Vermittlung und Verpachtung ist die einzige Einkunftsart, wo es zusätzlich eine Enteignung gegenüber Kunden gibt. Also der Unternehmer, der Selbstständige und so weiter. Der Mieter, zu Lasten des Vermieters wird der Mieter begünstigt. In allen anderen Einkunftsarten gibt es eine analoge Form der Belastung nicht. Nur gibt das nur aus dem Steuerrecht. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, Steuerrecht gehört zum öffentlichen Recht, aber ich bin auch kein Steuerrechtler. Das ist aber eine interessante Idee. Ich muss eins sagen, ich habe vorher den Vergleich gezogen zu anderen Gesetzen in der Rechtsordnung. Ich meine, das ist natürlich schön, wenn man so einen Vergleich zieht. Ja. Allerdings ist das an sich also für den Gleichheitssatz eigentlich wenig relevant. Ja, also für die verfassungsrechtliche Beurteilung. Man kann sich vielleicht an anderen Gesetzen halten und schauen, ja, wie hat man es da gemacht. Aber das sind natürlich, die regeln natürlich unterschiedliche Sachverhalte, die Gesetze. Also Steuerrecht ist verfolgt andere Ziele jetzt als das Richtwertgesetz. Gibt es auf dem Weg die Idee vielleicht? Ja. Nein, ich meine natürlich über Steuerrecht. Der Punkt ist natürlich, Anna, also es ist ein Indiz, ja, dass man sagt, nee, das ist doch unsachlich, wenn man sagen würde, in anderen würde ich das in andere Rechtsbereiche übertragen, würde das nicht gehen. Ja. Aber interessanterweise, also im Mietrechtsbereich funktioniert das. Und das. Aber nur deswegen, weil er nicht genau hingeschaut hat. Jetzt noch eine Frage. Sie haben die Unsachlichkeit unter anderem an den lokalen Unterschieden, neben der Differenzierung Neubau-Altbau, an den lokalen Unterschieden festgemacht und das Beispiel 40% Differenz zur Steiermark angeführt. Liegt nicht darin vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass Sie da in dem Fall sozusagen den nackten Richtwert miteinander verglichen haben und nicht die unterschiedlichen Systeme der Zu- und Abschläge mit einbezogen haben und nicht das gemacht haben, worauf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der VfG offenbar abgestellt hat, zu sagen, was kommt am Ende immer raus? Wir brauchen gar nicht vergleichen, welche Richtwerte es gibt. Wir brauchen nicht einmal die Zu- und Abschläge vergleichen, sondern nur die wirtschaftliche Realität am Ende, was im Durchschnitt oder in einer Region an erzielbarer Miete möglich ist. Ja, also. Also die Frage ist, müsste nicht das verglichen werden, sozusagen das Faktische und nicht diese rechtliche Grundlage, die, wie ich meine, ja fast unvergleichbar ist. Ja. Nein, das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Ja. Also erstens, die wirtschaftliche Realität spielt nach dem Verfassungsgerichtshof und nach meiner Meinung nach nur dort also eine relevante Rolle, wo ich also sage, dass die verfassungsrechtlichen Grenzen erreicht sind, die ganz offenkundig sind. Also Vermieter gehen in Konkurs. Ja. Sie können ihr Mietobjekt nicht mehr erhalten. Ja. Da spielt die wirtschaftliche Realität eine Folge. Die Frage, wo ich gesagt habe, die Kriterien an sich, die sind unsachlich. Das ist meines Erachtens schon etwas anderes. Da muss ich keine wirtschaftliche Realität haben. Da stelle ich einfach nur fest. Also, natürlich, letztendlich geht es um die, aber da geht es nicht darum, dass Leute in Konkurs gehen, sondern ich stelle einfach nur fest und sinniere darüber, warum in Wien es einen Richtwert gibt von 5,81 und in Vorarlberg von 9 Euro oder sowas. Ne? Also, da geht es nicht um die wirtschaftliche Realität, sondern wirklich um den nackten, also juristischen Fakt, ich kriege also da 3 Euro in Vorarlberg mehr als da in Wien. Und da frage ich mich natürlich, was ist der Grund dafür? Und wenn man sich es näher anschaut, gibt es in Wahrheit, also ein sachlicher Grund wäre die Grund- und Baukosten. Aber die wurden ja eben verfälscht durch die förderungsrechtlichen Bezüge. Also stelle ich sozusagen aus rein juristischer Sicht, ohne dass ich überhaupt auf die Realität schaue, ja, ich weiß ja gar nicht, vielleicht geht es den Vorarlbergern Vermietern auch schlecht, ja, ich weiß es nicht, ja. Ohne dass ich sozusagen auf die wirtschaftliche Realität schaue, stelle ich fest, das ist eine Ungleichbehandlung und ich finde keine wirkliche sachliche Rechtfertigung dafür.
Das ist das rein Juristische. Und die wirtschaftliche Realität, die hat der VfG dann hineingebracht, dass er gesagt hat, naja, schon Eigentumsfreiheit, aber Erwerbsfreiheit, ja. Das kann nicht so weit gehen und da gibt es eine Volljudikatur, das hat er in anderen Bereichen auch schon gesagt. Also es darf nicht so sein, dass dadurch halt durch solche Regelungen Unternehmen in Konkurs gehen. Ja? Das ist sozusagen ein Existenzsicherungsgebot. Ja? Also der Gesetzgeber darf niemals solche Maßnahmen ergreifen, die dann dazu führen, dass Unternehmen in Konkurs gehen. Und außer natürlich, er gibt da wirklich eine sachliche Begründung vor. Aber in unserem, also da muss es natürlich ein Krisenfall sein. Ja? Also das, was ich sage, ich mache die Unternehmen, so zum Beispiel in der jetzigen Zeit, haben wir ja natürlich die Fragestellung, ja? Könnte ich jetzt Unternehmen monatelang zuschließen? Ja? Also da bräuchte natürlich eine grassierende Epidemie, so wie die spanische Grippe oder sowas, nicht? Und dann kann ich wahrscheinlich auch die Unternehmen in den Konkurs gehen lassen. Aber bei wohnpolitischen Zielen, die natürlich ein hohes, auch verfassungsrechtliches Gewicht haben, aber die haben jetzt auch so ein hohes Gewicht, dass sie rechtfertigen würden, dass also ein Großteil der Vermieter dann in Konkurs geht. Mhm. Das ist nicht rechtfertigbar insofern. Noch einer, mein Bruder war lange Jahre im obersten Gerichtshof für Mietrecht zuständig, und weil Sie auch den UGH erwähnt haben, und da war auch eine sehr strittige Ansicht über dieses Problem. Und mein Bruder hat zusammen mit Kollegen einmal errechnet, ob nicht an die Stadt Wien die Fassadenerhaltung subventionieren muss. Eigentlich auch auf die Steuereinkünfte weitestgehend verzichtet, weil die Eigentümer der Gründerzeithäuser nicht verdienen können. Könnte man auch sagen, wenn man jetzt das freie Mietrecht gibt, die Steuereinnahmen höher werden, die Fassaden nicht mehr restauriert werden müssen von der öffentlichen Hand und man aus den zusätzlichen Einnahmen diejenigen fördert, die sich ihre Mieten dann nicht mehr leisten könnten, wäre das womöglich ein Nullsummenspiel, das für alle Beteiligten besser wäre. Ist das nicht auch eine Verhältnismäßigkeit, die man... Also das, was hat man... Sagt das, dass die Mieter kriegen mehr Geld? Oder? Ja, dass die Vermieter können, also die Besitzer von den Gründerzeithäusern können verlangen, was sie wollen. Ja, ja, ja. Dann steigen die Einnahmen, die Steuereinnahmen für öffentliche Hand. Ja, 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 ja. Sie müsste auch nicht mehr die Fassaden restaurieren, weil Wien hat ja mal entsetzlich ausgeschaut, bevor unter Zwick und Meier das an... Ja. Subventioniert wurde und gibt da auch noch Geld aus. Ja. Man könnte mit den Ausgaben, die man sich erspart und den erhöhten Steuereinnahmen durch eine höhere Miete, die sozialen Härtefälle durchaus mit einer Subvention geben, und es wäre dasselbe. Kann man das nicht auch in Betracht ziehen? Also zulässig ist es sicher, der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, der Gesetzgeber kann praktisch alles machen, ja, solange er nicht die Vermieter in Konkurs schickt. Ja. Also sowas kann man natürlich machen, das wäre meines Erachtens vermutlich auch eine tragfähige Lösung. Nur müsste man da halt, das Problem ist, ich bin ein Außenstehender, ja. Also ich meine, das sozialpolitische und wohnpolitische System in Wien ist natürlich hochkomplex. Ja. Ich habe natürlich in gewisser Weise auch Kritik daran geübt, ja, dass es halt der soziale Wohnbau nicht ganz treffsicher ist und gewisserweise für diese mangelnde Treffsicherheit hat eine bestimmte Gruppe an Vermietern halt eben sozusagen zur Kasse gebeten wird. Ja. Also das, was Sie jetzt zum Beispiel vorschlagen, das ist natürlich so etwas, was mir auch vorschweben würde, wo ich halt sage, also ich setze halt eher mehr am Mieter an, als ich fördere den Mieter, als dass ich halt eben den Vermieter einschränke. Das könnte ich mir sehr wohl vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich durchsetzt. Also das ist natürlich ein riesen Systemwechsel. Ja. Das glaube ich, dass das jetzt zum Beispiel in Wien halt schwer durchsetzbar wäre. Ja, aber natürlich durchaus möglich. Was man sich vielleicht überlegen könnte, wäre, ob man nicht das eben so macht, also sozusagen mit Zinsbeihilfen oder sowas halt erhöht und so, und halt vielleicht einmal die Grund- und Baukosten wieder neu berechnet. Ja, also die Richtwerte vielleicht leicht einmal wieder ein bisschen anhebt. Ja, und nicht sozusagen den Bestand aus dem Jahr 1992, also der auf bis 1992 zurückreicht, sondern den Verbraucherpreisindex zu valorisieren. Nicht? Also ich meine, das ist,
das, ich habe mir das einfach so, was man immer einfache Dinge vorstellt, ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, das ist noch schlimmer, als würde ich mein Geld einfach auf der Bank liegen lassen. Nicht? Da verliere ich ja garantiert, ja, 2%, 3% im Jahr. Ja. Und bei dieser Richtwertvalorisierung ist es wahrscheinlich nicht viel anders, vielleicht ist es sogar schlimmer. Ja. Also ich würde so an den Mieter ansetzen, das finde ich eigentlich besser, weil da beschränke ich niemanden, sondern da fördere ich jemanden, ja. Und da habe ich keinen verfassungsrechtlichen Vorwurf. Da war noch eine Frage und dann bitte. Und dann Sie. Ich möchte zurückkommen auf das Sonderopfer, das steht in Anfang. Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie ein zumutbares Sonderopfer gemeint. Und ich meine jetzt, wenn jetzt ein Vermieter künftig Maklergebühren wird zahlen müssen, das ist ja im Gang, Energieeffizienzmaßnahmen zu tätigen, sind mehr wirklich betriebsnotwendige Instandsetzungsarbeiten. Also es ist ja mehr als nur die Fassade, weil Leitungsrohre wirklich brüchig werden aus Altersgründen. Und wegen Mietausfällen aufgrund von Corona. Also es ist ja nicht denkbar, dass da jetzt wieder ungeschoren davon kommt. Dann müsste diese Schere des Zumutbaren aufgehen. Und die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt wird es dann unzumutbar, um der Frau Flossmann zu folgen, wo man dann also wirklich den Verfassungsgerichtshof noch einmal anrufen kann und sagen, hoppala, also jetzt bleibt wirklich nichts mehr übrig, sogar in deinem Sinn. Wir reden jetzt gar nicht mehr von bürgerlichem Gewinn, sondern jetzt sind wir, muss man Fremdfinanzierung und so weiter berücksichtigen, aber jetzt ist es nicht mehr tragbar, nicht mehr zumutbar. Ja. Ja, das ist natürlich eine Frage, wann ist diese Grenze erreicht? Also ich habe auch zum Beispiel an die Corona-Krise natürlich gedacht, ja, dass die Gründerzeit heißt, der ihre 100-jährige, ich sag mal, glaube 100 Jahre oder so, dann wird es schon sehr, sehr sanierungsbedürftig, ja, so ungefähr. Also die sind jetzt schon nur mit hohem Aufwand zu erhalten. Gleichzeitig natürlich auch im stadtpolitischen Interesse, weil es halt schöne Häuser sind. Das hat der VfG übrigens auch nicht mit einbezogen. Also ich glaube, dass diese Grenze relativ schnell erreicht werden kann. Ich habe auch keine betriebswirtschaftlichen Daten. Ja. Wann habe ich die? Ja, also wenn ich einzelne Konkursfälle habe, wird es wahrscheinlich dem VfGH nicht reichen, weil da kann er sagen, naja, die haben halt einfach mit dem Geld nicht umgehen können. Nicht? Aber für mich hätte zum Beispiel auch schon die Abrisswelle gereicht. Ja. Dass dieses Richtwertgesetz die falschen Anreize setzt, zeigt die Abrisswelle und die darauffolgende Reaktion des Landesgesetzgebers. Das wäre für mich schon ein ausreichendes Indiz. Aber wenn man dann sagt, vielleicht kann man ja, aber das muss ja gehen, irgendwie statistisch, dass man sagt, was ist denn jetzt sozusagen das Medianeinkommen von Gründerzeithäusern? Ich weiß nicht, ob man das machen kann, ja, da müsste man wahrscheinlich eine Umfrage machen oder so. Also ich würde so etwas machen, ja, also einfach einmal so erheben, wie viel lukriert denn der durchschnittliche Gründerzeithausbesitzer, der vermietet. Ja, also das vielleicht einfach einmal erheben und dann vielleicht auch mal so vergleichen, so, weil da braucht man natürlich dann historische Daten. Ja. Das wird wahrscheinlich runtergehen, gehen wir mal davon aus. Ja, und irgendwann einmal ist halt nichts mehr da. Ja. Und dann geht man in Konkurs. Also ich glaube, dass man auch mit so einer Prognose beim Verfassungsgerichtshof auftreten könnte und man bräuchte natürlich ein paar Fälle. Interessanterweise ist auch beim EG Merden, der entscheidet immer nur Einzelfälle. Der hat zum Beispiel einen Einzelkonkurs, den hat er angenommen und gesagt, da ist die Grenze überschritten. Ja? Und das hat, weil der EGMR hebt ja keine Gesetze auf, der sagt nur, das ist verfassungswidrig. Ja? Der VfG muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Gründerzeithausvermieter da hingehe und sage, ich bin jetzt in den Konkurs gegangen, weil mich der Richtwert umgebracht hat und bitte schaue ich vor, ich habe also immer bestens gewirtschaftet und so. Wenn der jetzt deswegen das Gesetz aufhebt, ja, das ist natürlich auch was anderes, ja? Das muss man immer auch bedenken. Also ich glaube, da müsste man schon eine breitflächige betriebswirtschaftliche Absicherung, eine Datengrundlage an ihn heranbringen. Er hat im Wesentlichen gesagt, nur das Vorbringen ist nicht substanziert. Ja. Ich habe mir gedacht, das Vorbringen war schon, man hat diese Argumente schon gebracht, aber beim VfGH war es halt eben nicht ausreichend. Ich glaube, der will Daten haben. Ja, ich hätte gerne einen konkreten Fall erzählt, und zwar er wurde vermietet in einem Gründerzeithaus im zweiten Bezirk. Gute Lage, Fußgängerzone, U-Bahn-Nähe, überm Richtwert. Und die Mieterin hat den Mietvertrag
zweimal verlängert. War also knapp 10 Jahre in dieser Mietwohnung drinnen. Bei Kündigung wurde dann nachgefordert, weil ja über den Richtwert vermietet wurde. Sehen Sie da irgendwie, also wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe und ihn auch zweimal verlängere und mir ist bewusst, was ich da miet und was ich dafür zahle, hätte das jetzt ein Jurist unterzeichnet, hätte das gegolten, in dem Fall der Vertrag, oder gibt es generell Grenzen, wo man sagt, demjenigen muss eigentlich zumutbar sein, zu wissen, was er da unterschreibt und mit Handschlag bestätigt, er bleibt. Es ist ja auch noch immer wieder so, die Anwälte kommen dann auch auf Mieter zu. Also das ist, die Mieterin hat nicht aktiv sich darum gekümmert, was nachzufordern, sondern der Anwalt ist auf sie zukommen und hat gemeint, das muss man unbedingt machen. Ja. Ja, Sie sehen, ich rutsche ein bisschen im Sessel herum. Ich schweife ein bisschen. Nein. Passt schon. Nein, es ist schon okay. Also ich rutsche ein bisschen, das ist jetzt halt Mietrecht. Ja. Da bin ich jetzt wahrlich kein Experte. Also no legal advice. Ja. Aber was so ich mir sehr, wohl denken kann, das ist, also wenn ein Anwalt das unterschreibt, also wenn man sozusagen, also wenn man Mitverschulden am eigenen Rechtsnachteil hat, das ist ein allgemeines Prinzip, ja, da muss man halt auch dafür einstehen. Ja. Also was ich mir schon vorstellen kann, ist jetzt zum Beispiel Ihr Beispiel, ja, der Jurist, der das unterschreibt und dann fordert er dann halt danach, nach. Ja. Ich meine, die Frage, die sich stellt, warum sollte er das tun, und warum, sagt er, damit er das wahrscheinlich kriegt, oder? Wahrscheinlich, dann sagt er, ja, ich zahle das eh mehr und tut mir ein bisschen so und dann fordert man es dann auch dann zurück. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da sagt, naja, also da ist es anders zu beurteilen als jetzt bei einer normalen Mieterin. Ja. Aber das ist auch nicht so ein durchgreifendes Argument. Ja. Also man könnte da vielleicht mit allgemeinen Rechtsprinzipien, vielleicht gibt es da eine Judikatur dazu, ich weiß es leider nicht. Ja. Aber in Wahrheit, also... Als Vermieter zu sagen, jetzt sucht man eher Gesetz, die Klientel. 10 Jahre rückwirkend bei Befristung. Ja, eben. Also, aber es geht ja darum, ob jetzt da beim Juristen... Also ich glaube... Wollten Sie das dazu sagen? Okay. Ich glaube, da kommen wir mit dem nicht durch. Ja. Dann darf ich jetzt vielleicht diese Runde abschließen. Vielen Dank, Herr Professor Müller, damit wir in den zweiten Teil kommen. Es gibt ja verschiedene Arten, wie wir eine Podiumsdiskussion bestreiten könnten, und das ist gar nicht Corona-bedingt, dass wir jetzt nicht eine große Runde mit allen Vertretern und Vertreterinnen der politischen Parteien machen, sondern, glaube ich, auch eine durchaus fokussierte Möglichkeit in Paarungen die gleichen Fragen kurz abhandeln und dafür tatsächlich kurz, also das wäre nicht so Speed-Date sozusagen, zwischen den Parteienvertretern, die ich Ihnen jetzt auch nicht, die Sie glaube ich auch alle kennen, aber die ich Ihnen jetzt nicht alle miteinander vorstelle, sondern wenn Sie dann da sind, im Übrigen nicht alles Vertreterinnen der Parteien, das muss ich dann auch noch dazu sagen, und die setzen wir jetzt hier in den Paarungen für 10 Minuten in diese 2 Fauteuils. Und ich bitte um eine kurze Antwort auf eine grundsätzliche Frage zu dem, was wir jetzt gehört haben. Und dann gibt es ja ohne dies noch einmal die Möglichkeit, auch dass Sie dazu Fragen stellen. Und die Paarungen sozusagen und wie sie in ihrer Abfolge hier auftreten, hat der Veranstalter sozusagen zusammengestellt. Herr Schrankl, ich bitte Sie, als erster Platz zu nehmen, gemeinsam mit dem Herrn Schweiger, bitte. Das heißt, Sie haben da jetzt zu Ihrer Linken den Herrn Philipp Schrankl, er ist Nationalratsabgeordneter für die FPÖ. Und Herr, bitte nehmen Sie Platz. Tobias Schweiger ist ehemaliger Bundessprecher der Jungen Linken, muss jetzt nicht ein Streitgespräch zwischen Ihnen beiden werden, aber eine Antwort, für die ich Sie bitte, wirklich ganz kurz am Beginn in 2 Minuten oder so die wichtigsten Gedanken nur zusammenzufassen, sodass allenfalls die Möglichkeit zu Nachfragen besteht und wir diesen ganzen Block dann in etwa 2 Minuten abhandeln können. Sie
kommen ja eh nochmal sozusagen da zu uns heraus. Und die große erste Frage, die über allem steht, Herr Schrankl, darf ich Sie bitten zu beginnen, ist natürlich die, ob Sie diese jetzt beschriebenen Negativfolgen nachvollziehen können, ganz grundsätzlich, und ob es aus Ihrer Sicht notwendig ist, das Gesetz zu reparieren, respektive welche politischen Wege einzuschlagen werden, um allenfalls eine andere Situation da herbeizuführen. Bitte. Es ist Gott sei Dank kein rotes Lampenfieber, aber ich habe es trotzdem 2 Minuten, ich werde es schaffen. Und zwar, der Herr Professor Müller hat es ja auch schon angesprochen, wie kommt es zu so einem Gesetz, und vor allem die großkoalitionäre Politik der letzten Jahre war einfach auch den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und der Weg der geringsten Widerstands ist einfach, ich kann mein Gründerzeithaus nicht einpacken und damit in die Schweiz gehen. Und daher kann ich genau diese Menschen natürlich besonders, Sie haben das genannt, glaube ich, Sonderopfertheorie oder so, also ich kann auch diese Menschen natürlich besonders steuerlich benachteiligen, ich kann sie auch ihnen besondere Opfer auferlegen, und genau das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen. Also es sind Steuererleichterungen unter einer ÖVP-Regierung, unter einer ÖVP-Finanzministerin gekippt worden, das war die Maria Fekter. Stichwort Abschreibungsdauer, die sich das schon länger damit beschäftigen, wissen Sie das. Und ich sehe es genauso, wie der Herr Professor Müller doziert hat. Es kann nicht Fairness sein, wie mit Gründerzeithäusern, Besitzern umgegangen wird, wenn ich immer wieder für Neubau gewisse Anreize schaffen muss, damit überhaupt neu gebaut wird. Dazu sage ich, im Regierungsübereinkommen hatten wir ja die Abschaffung des Verbots des Lagezuschlags, also im Regierungsübereinkommen FPÖ-ÖVP 2017 hatten wir diese Abschaffung des Verbots des Lagezuschlags drinnen, jungtimiert allerdings, und wir sind trotzdem Politiker mit einem sozialen Gewissen, und Sie haben das ja auch gesagt, man muss auch auf die Seite des Mieters schauen. Ich selber bin Mieter eines Gründerzeithauses in Wien, also nicht des ganzen Hauses, sondern einer Wohnung. Jungtimiert mit der sogenannten Wohnbauinvestitionsbank, wo wir gesagt haben, ja, wenn ich irgendwo den Mietern etwas wegnehme, und so ehrlich muss, glaube ich, hier jeder im Raum sein, sobald das Lagezuschlagsverbot fällt, wird die Miete in diesen Vierteln höher werden. Das heißt, ich muss als Politiker mit einer sozialen Verantwortung, und sonst steht es auch kein Politiker durch. Also Sie haben selber gesagt, realpolitisch vielleicht, dass man da was ändern kann, aber es steht kein Politiker durch, wenn in Wien die Mieten auf einmal 40% in die Höhe schnellen. Ja, möchte ich sehen, was dann in der ZIP los ist. Also die Rücktrittsforderungen werden sich überschlagen. Daher jungtimiert mit der Wohnbau ist Investitionsbank, eben um mehr sozialen Wohnbau noch schaffen zu können. Der ist leider dann, wir haben auch da drinnen gehabt, Eintrittsrechte zu modernisieren, weil auch das ist irgendwie nicht mehr einzusehen im Jahr 2020, aber eben auch mit der Möglichkeit mehr sozialen Wohnbau, eben um auch gewisse Schichten, die eben sich das dann nicht leisten können, zu unterstützen. Leider ist diese Wohnbauinvestitionsbank dann vom Finanzministerium, vom ÖVP geführten Finanzministerium abgeschafft worden, und daher habe ich auch, wer meine Presseaussendungen kennt, dann leider auch meine persönliche Meinung auch zur Abschaffung des Verbots des Lagezuschlags ändern müssen und habe gesagt, okay, unter diesen Rahmenbedingungen können wir uns das nicht mehr vorstellen. Wunderbar, danke. Bitteschön, Herr Schweiger, sehen Sie diese negativen Folgen und welche Lösungsmöglichkeiten schweben Ihnen vor? Gut, ich glaube, ich erfülle alle Erwartungen, wenn Sie gestehen, dieser Sache auf jeden Fall nicht auf Ihrer Seite, sondern auf der anderen Seite der Barrikade, aber das wundert, glaube ich, niemand. Ich wohne selber auch in einer Altbauwohnung zusammen mit zwei Mitbewohnern. Wir zahlen 50% mehr, als wir sollten, und wir wissen auch, dass wir das am Ende des Mietvertrags zurückfordern können. Wir wissen auch, dass wir keine vertretbare Wohnung im zweiten Bezirk bekommen würden zu niedrigeren Zinssätzen. Deswegen wohnen wir da und deswegen werden wir das danach auch zurückfordern. Der Vermieter weiß das auch, dass das nicht rechtens ist, das ist so. Ich habe mir gedacht bei der Einladung, oje, bin ich so der einzige Fall, wo das so ist. Und dann habe ich mir die Studien, die es dazu gibt, angeschaut, und das ist sehr gängige Praxis natürlich im Altbau, dass Lagezuschläge auch dort verrechnet werden, wo sie nicht zulässig sind. Die Studien zeigen das auch in Gründerzeitvierteln mehr
häufigst in Mietverträgen Lagezuschläge hineingeschrieben werden, weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass das dort nicht ist. Ich würde mir ja erwarten, in früher Zeit, weil es ein Lagezuschlag falsch ist, weil es ist ja hübsch da, nicht wahr? Dass mit kuriosen Zu- und Abschlagsystemen es eigentlich die Regel ist, dass die Mietverträge im Altbaubereich durchaus das übliche Marktsegment in Wien erreichen. Es also insofern keine Schadensfälle meiner Meinung nach gibt, sondern einfach das, was man sich als Vermieter in Wien am Wiener Wohnungsmarkt erwarten kann. Und das sind meiner Meinung nach momentan eher Fantasiepreise. Ich bin auch in der gratis Wohnungs- und Mietrechtsberatung tätig. Ich weiß, wie viele Kinder, die deren Eltern zu mir kommen, kein eigenes Zimmer, nicht mal einen eigenen Schreibtisch haben, wie schwierig das in Wien ist, überhaupt leistbares Wohnen zu finden. Da würde ich sagen, haben wir tatsächlich andere Probleme als die ökonomische Situation von Altbauvermietern, die sich großteils, wenn auch wieder geltendes Recht hier durchaus ihre ökonomische Situation sichern können. Ein letzter Punkt, das würde ich nochmal sehr gerne sagen, auch wenn es mit dem Thema nur begrenzt zu tun hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass das Wiener Gemeindebausystem nicht den Sinn hat, nur die sozial schlechter gestellt zu treffen, sondern, und das ist vorbildlich verglichen mit allen internationalen Vergleichsgrößen, das Ziel hat, die soziale Durchmischung zu fördern und nicht nur für die Ärmsten der Armen da zu sein, ein Grund, warum es in Wien funktioniert hat und in allen anderen Großstädten dieser Welt heruntergewirtschaftet wurde. Insofern, wenn man sozial treffsichere Wohnpolitik machen muss, dann, und da könnte man jetzt noch einen Punkt dazu machen, muss man natürlich auch kommunalen Wohnbau andenken, muss man aber sehr wohl auch Eingriffe in den Mietmarkt machen. Und da würde ich sofort hergehen und sagen, es ist gemein, dass das nur die Altbaubesitzerinnen und Altbaubesitzer trifft. Meiner Meinung nach spätestens nach 30 Jahren sollte das Mietrechtsgesetz für jeden Hausbesitzer und jede Hausbesitzerin gelten, österreichweit. Und dann kann man sich auch darüber einigen, ob sowas wie ein gemeinsamer Richtwert österreichweit tatsächlich an Kaufkraftbestimmungen ein sinnvoller Anteil ist, weil ich glaube, wichtiger ist, dass man es an einem bestimmten Grundbestandteil der Lohneinkommen misst. Heutzutage zahlen Leute teilweise mehr als 50% ihrer Einkommen für Miete. Man muss ja vielleicht nicht gleich ins Rote Wien zurück, wo es 5% waren, aber einigen wir uns auf die Miete und machen 25 draus, oder? Dankeschön. Ganz schnell und direkt darauf interessant, dass wir sozusagen Ihr Beispiel, Ihren Beispielfall hier jetzt noch einmal exemplifiziert haben und auch eine Beweisführung. Und ich glaube, das ist ja fast unbestritten, also selbst von der Arbeiterkammer habe ich diese Kritik gelesen, dass dieses System der Zu- und Abschläge auch für, wenn man sich juristischen Beistand nimmt, nicht durchschaubar ist und am Ende dann genau solche Situationen auch produziert werden aus diesem Rechtszustand. Gibt es da direkt die eine oder andere Frage dazu? Bitte schön. Ich habe eine Frage, weil Sie sagen ja praktisch, dass ich mich als Vermieter indirekt regressieren kann, indem ich einen zu hohen Mietpreis verlange. Indem ich halt sage, ich verlange, sagen wir mal, 10 Euro und bin nicht im Richtwert. Und da bin ich nicht in der Bredouille praktisch, weil mich der Richter ja nicht belasten würde. Jetzt werden allerdings die Mehrheit der Leute, denn es unkommt, ja genau wieder bei den Niedrigungen nach dieser Meinung hier Richter. Das heißt, er hat eigentlich nichts davon, dass er es jahrelang verlangt hat, sondern ist eigentlich immer in der Gefahr, dass er es wieder zurückzahlen muss. Das heißt, diese momentane wirtschaftliche Situation kann man schon als prekär bezeichnen. Ich wollte gar keinen Ausweg für Ihre Seite in der Fall. Ich wollte nur sagen, dass die wirtschaftliche Realität das ist und dass sehr viele Leute ihre Mieten auch nichts zurückverlangen. Dass es also gängige Praxis ist, Lagezuschläge zu verlangen, wo das nicht zulässig ist, Zuschläge dort aufzuschlagen, wo das lächerlich ist und sich damit tatsächlich praktisch zu regressieren. Dass es natürlich die rechtliche Möglichkeit gibt, das wieder einzukassieren, ist wichtig. Aber man kann es nicht gleichstellen, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte das nicht als gängige Lösung für Ihre Seite präsentieren kann. Vielleicht die Kehrseite wieder dazu. Ich kenne ja auch diese Fälle, wo vermietet wird in solchen Häusern und die Vermieter kassieren dann bar ihr Geld, dass das auch ja nirgends aufscheint. Das nächste ist natürlich, die Wohnungen werden halt früher oder später irgendwann dem Mietmarkt entzogen, was ja auch wieder schade ist, weil das Wohnen in einem Altbau ja an sich etwas meiner Meinung nach sehr Schönes sein kann. Nur wenn es sich preislich einfach überhaupt nicht mehr ausgeht für einen Vermieter, wäre oft die logische Konsequenz, ich verkaufe diese Wohnung. Dann, ich kann sie ja nämlich zu einem gerechtfertigten Preis verkaufen. Manchmal oder in vielen Fällen geht es beim Vermieten nicht mehr. Das
jetzt nur so zwei Schattenseiten, die ich jetzt daran sehe. Der Kollege von den Linken hat ja eh auch gesagt, quasi, was ist die Linke oder was? Ja? Junge Linke, Entschuldigung. Hat ja eh auch gesagt, es gibt ja dieses vor allem von der Ruth Becher, von der SPÖ, prolongierte Modell des Gesamtmietrecht, wie nennen Sie das, wo man quasi 30 Jahre lang, also jede Wohnung ist nicht mehr, wir haben nicht mehr diese 8.5.45, 1.5.53 Regelung, sondern eben 30 Jahre lang bin ich im angemessenen Mietzins oder im freien Mietzins und erst nachher falle ich dann ein anderes rein. Weiß ich halt auch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Ja, und ich meine, ich glaube, es gibt genügend Vermieter, die das genauso machen. Sie verkaufen die Wohnungen jetzt mittlerweile. Sieht man ja. Nicht umsonst wird dann irgendwo was abgerissen oder. So den Neubau ab Juni 45 zu empfinden. Ist lächerlich. Und es stimmt. Gründerzeithäuser sind, glaube ich, wohnqualitativ viel besser als der 60er Jahre Wohnblock. Und es ist tatsächlich nicht einzusehen, warum ich im 60er Jahre abgewirtschafteten Haus angemessenen verlangen darf und im Gründerzeithaus, im voll sanierten Gründerzeithaus nicht. Da ist die Politik gefordert, wir hätten gern was gemacht, wir haben ja auch auf der To-Do-Liste gehabt, ein neues Mietrecht, da ist uns halt leider entweder, man kann es jetzt sehen, eine Baleareninsel oder die ÖVP Niederösterreich zuvor gekommen. Auch ein abendfüllendes Thema. Danke Ihnen beiden, aber ich sehe jedenfalls hier als Gemeinsamkeit, oder bitte, ja, nein, es ist, so schnell muss es nicht gehen, aber ich wollte jetzt nur eine Gemeinsamkeit herausstreichen, nämlich die eine Unsachlichkeit, die Sie ins Treffen geführt haben, neben der lokalen oder neben der geografischen sozusagen, die der Unterscheidung zwischen Neu- und Altbau, die sehen wir hier als Gemeinsamkeit, dass die also in diesem Gesetz ihren Ansichten zufolge nicht zielführend ist, nicht treffsicher ist und tatsächlich ja Menschen, die in Wien im Gründerzeitbau leben, das durchaus als einen Qualitätspunkt empfinden, in höheren Räumen, in schöneren Stiegenhäusern, also wie auch immer, selbst wenn sie nicht saniert sind. Ja, also mir ist es zumindest immer so gegangen, war mir lieber, als in einem sanierten, später gebauten Haus zu leben. Bitte, Sie wollten noch eine Wortmeldung? Nein, danke. Achso, sorry, dann habe ich das jetzt falsch interpretiert. Dann danke ich für diese Runde und bitte, Frau Arapovic, Platz zu nehmen auf der Linken oder wie Sie wollen, oder kommen Sie zu mir. Und ja, genau, ja, richtig, von Ihnen aus gesehen. Und Herr Buchebner, bitteschön. Die Frau Arapovic ist Vertreterin der NEOS hier am Podium und muss ich nachschauen, Bezirksrätin in der Leopoldstadt, ganz genau. Der Herr Buchebner ist von der ÖVP und in Vertretung des Bautensprechers zu uns gekommen. Darf ich Ihnen als erstes das Wort erteilen, auch jetzt mit derselben grundsätzlichen Annäherung, inwiefern Sie die Kritik oder die Nachteile, die da gerade im Gutachten herausgeführt worden sind, für die Gründerzeithäuservermieter nachvollziehen können und allfällige Änderungen sehen. Herzlichen Dank, es freut mich sehr, hier dabei zu sein. Eigentlich bin ich hier interdisziplinär, einerseits als Politikerin und andererseits nicht als Juristin, wie Sie, Herr Müller, sondern auch als Architektin. Und wie wir und wie ich auch selber dazu stehe, kann ich jetzt anhand von einem sehr aktuellen Beispiel eigentlich ganz gut erklären. Wir haben voriges Jahr ein Dachgeschosshaus bauen gesucht. Der wurde genehmigt, der Auftraggeber war gewillt, den Vollwärmeschutz, neue Fenster zum Teil und Ähnliches. Dadurch, dass wir ein Gerüst aufstellen und diesen Bauvorhaben vorhaben, wollte er einfach die Gunst der Stunde ausnutzen, wollte investieren und das Haus ertüchtigen, sagen wir so. Der Auftraggeber ist in der Tourismuswirtschaft tätig und momentan geht es dem Tourismus nicht gut. Wir haben alles ausgeschrieben nach dem Wunsch des Auftraggebers, die Preise sind reingekommen, wir sind gerade in den Verhandlungsgesprächen mit den Baufirmen, mit den Stadtteilen etc. Vorgestern habe ich den Anruf bekommen, weil Wien Tourismus gerade in der Krise steckt, werden wir halt den Vollwärmeschutz wegstreichen, wir werden auch die neuen Fenster nicht ausführen,
und wir werden schauen, dass wir nur diesen Dachgeschossausbau machen. Das heißt, gut, also das Gerüst werden wir auch nicht vollwertig nutzen können für diesen Bau, für diese Bauphase. Und was heißt das für mich und mein Büro? Heißt ein Viertel bis ein halber Mitarbeiter weniger, weil dadurch auch meine Einnahmen sinken werden. Und da sieht man eigentlich das, was Sie gerade vorher, Herr Müller, gesagt haben, Instandhaltung und Besitz von Gründerzeithäusern hängen sehr stark von der wirtschaftlichen Lage der Besitzer ab. Und da muss man schon sehr unterscheiden. Und was wir in Wien auch beobachten können, ist, dass immer mehr Zinshäuser verkauft werden. Das heißt, die großen Immobilienbesitzer werden immer größer und die kleineren, die gehen aber sukzessive ein. Und das wollen wir nicht, das sollte auch nicht so sein. Und was NEOS in dieser Hinsicht, also wir sehen die Problematik durchaus, und was wir uns vorstellen können, ist einfach diese Eintrittsrechte ein bisschen einzuengen, einerseits, und andererseits Mietrecht zu liberalisieren. Und vielleicht auch Richtwerte, nicht jetzt nach dem Erbauungsjahr des Gebäudes zu richten, sondern nach dem Jahr der letzten Generalsanierung zum Beispiel. Und dass man dann sagt, auf eine gewisse Zeit, nach dieser Generalsanierung gibt es den Marktpreis für die Wohnungen und danach, ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten, darüber können wir noch reden, können wir wieder den Richtpreis anführen. Das sind sozusagen konkrete Vorschläge für den NEOS, wie wir uns da ein bisschen bewegen könnten von diesem jetzigen Standpunkt. Herr Buchebner, bitte. Ja, gut. Versteht man mich doch? Ich glaube, es geht. Ja, ja. Wenn ich zu leise bin, bitte sofort schreien. Also vorerst für das Gutachten des Herrn Professor, für das ich mit Interesse gelesen habe und ich bin zwar kein Jurist, aber natürlich seine Ausführungen zutreffen, nur der Grundsatz, aus meiner Sicht halt nur der Grundsatz Roma locuta causa finita, haben Sie ja selbst schon angeführt, man wird neue Argumente finden müssen oder die Vertiefung, und da bin ich auch der Meinung, da komme ich dann auch schon zur Ausführung des Richtwertes, wann es die Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht. Nun wieder, ich bin nicht gegen die regionale Verteilung. Ich glaube, wir sind ein föderalistisches Bundesgebiet und das hat durchaus seine Berechtigung, dass man bundesländerweise verschiedene Ansätze sieht. Ich sehe auch aus Anlass der Einführung des Richtwertes keinerlei Diskriminierung, weil man ist damals davon ausgegangen, bewusst an geförderten Neubaukosten, weil man gesagt hat, man will den Verkehrswert ein bisschen drunter halten. Also man will nicht ganz aushalten. Das hat bewusst, hatte seinen Sinn, um ein bisschen eine Preisdämpfung zu erwirken. Darum ist man, steht ja im Richtwertgesetz von geförderten Neubauwohnungen. Zweitens, am Beispiel Wien, das hat damals das auch eine Bestimmung, die gecancelt wurde später im Gesetz, den Richtwertbeirat gegeben. Und in Wien wurde einstimmig, also auch mit Vertretern der Vermieterseite, der Richtwert damals festgesetzt. Also da kann man nicht sagen, das war aus der Luft gegriffen. Der große Fehler, der meines Erachtens passiert ist, und das haben Sie auch schon, Herr Professor, angeführt, ist, dass man die Bestimmung im Richtwertgesetz, nämlich die Neufestsetzung, einmal hinausgeschieben oder geschoben oder erschwert hat und beim zweiten Mal dann gecancelt hat. Und damit hat sich der Richtwert, der am Anfang durchaus an die Grenze des Verkehrswerts gegangen ist, hat bitte keinerlei Probleme am Anfang gegeben. Ich erinnere mich nur an Zeit, wie ich meine erste Wohnung angemietet habe. Ich bin halt schon ein älteres Semester, musste ich, um die Wohnung zu kriegen, schwarz den Hausherrn Geld geben. Das ist mit der Einführung des Richtwertes weg gewesen, weil man eben gesagt hat, man geht an einen in die Nähe des Verkehrswertes. Also man sollte, und das ist auch meine Maxime, die ich immer vertreten habe, man soll tunlichst an den Verkehrswert, aber ein bisschen drunter bleiben, um mit das soziale Argument zu finden.
Ja, ich glaube, dass also noch einmal, wenn man das Richtwertgesetz von allen Anfang an auch umgesetzt hätte, mit allen seinen Bestimmungen, es gar nicht zu dieser Verzerrung gekommen wäre. Jetzt darf ich noch zwei Themen, die nicht in der Frage, mit in der Diskussion gekommen sind. Ihr Beispiel mit den 10 Jahren, das steht im Gesetz, dass man bei befristeten Mietverträgen 10 Jahre rückwirkend das Geld zurückfordern kann, und zwar im Aus- und Streitverfahren. Der Grund ist, warum es so lang, normal sind es 3 Jahre, der Grund ist, warum man es auf 10 Jahre beschränkt, weil man den befristeten Mieter nicht unter Druck bringen will, weil sonst, dass man ihm die Chance gibt, dass er noch einmal verlängern kann. Wenn ich vorher glaube, oder die zur Schlichtungsstelle in Wien gehe, na, dann kriegt er sicher nie mehr den Vertrag verlängert. Und das ist also die Rechtfertigung, dass man die 10 Jahre im Gesetz drinnen hat. Am meisten wird ja mit den Befristungsabschlägen Missbrauch getrieben. Wobei man diskutieren kann, ob die derzeitige Höhe, das ist ein anderes Papier. Das zweite Thema, das kommen, ist natürlich die Eintrittsrechte. Auch da sind wir der Meinung, dass die Eintrittsrechte, zwar wir wollten nicht unbedingt die Eintrittsrechte beschränken, aber wir wollen die Begünstigungen daraus. Also dass der Betreffende, also das wollten wir wirklich einschränken auf die engste Familie. Dass man also die Ehegatten, den Ehegatten, den Lebensgefährten, was immer, und die minderjährigen Kinder, wobei man gesagt hat, dass sogar bis zum 27. Du kannst dich, erinnern, wir haben das also damals auch diskutiert. Also das ist ungefähr durchaus eine vernünftige Linie. Alle anderen sollen auch eintreten können, aber die sollen halt dann den entsprechenden Wert. Ich war mal Mieterbundpräsident, also die Mieterseitevertretung von der Österreichische Mieter- und Siedlerbund, also ÖVP, damals Zweckorganisation, jetzt noch ein eigenes Parteiengesetz, ist das nicht mehr so, aber wurscht. Jedenfalls haben wir haben das selbst immer gefordert, weil wir gesagt haben, das führt zu einer Verzerrung, diese Eintrittsrechte. Und zwar die gedeckelten Eintrittsrechte. Das benachteiligt die Jungen. Der Junge, der den Vorteil hat, einen Verwandten zu haben, der eine Wohnung hat, der braucht sich wenigstens nicht mehr umschauen. Aber jetzt hat er noch den weiteren Vorteil, dass er nichts zahlen muss. Also das ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Das war also unsere Position. Und ich glaube, das ist auch sachlich gerechtfertigt. Und ich glaube auch, dass die Arbeiterkammer meines Wissens auch in diese Richtung ihren Widerstand schon ein bisschen aufgegeben hat, dass das also nicht mehr zur Fahnenfrage, wenn man den SPÖ-Entwurf des Universalmietrechts vorsieht, da kommt das eh nicht mehr vor. Also auch, ich bin gleich fertig. Ein wichtiger Punkt, also so, darf ich zusammenfassen, ich kann meiner Partei nur empfehlen, sofern es überhaupt die geplante Neuordnung des MRG, das ist ja so damals genauso wie mit der FPÖ, ist auch im jetzigen Regierungsprogramm vorgesehen, dass man sich überhaupt überlegt, durch einen Kongress, durch Sachverständige, Gott, was weiß ich, allenfalls zu überlegen, ein neues Mietrecht zu gestalten. Aber wenn man sich entschließt, nach diesem Prozess doch wieder zum Richtwert zurückzukommen oder den Richtwert zu behalten, dann sollte man unbedingt die Neufestsetzung, weil nur das ist auch sachlich gerechtfertigt. Und das zwar auch wieder periodisch vorzunehmen, so wie es ursprünglich vorgesehen war im Gesetz, weil die Indizierung allein ist zu wenig. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der glaube ich war auch in unserem Papier drinnen, dass im Mietvertrag genau drin steht, wie sich die Miete zusammensetzt, dass der Mieter von allen Anfang weiß, wofür er welchen Zuschlag und welchen Abschlag er hat. Und natürlich ist zu überlegen, ob die Judikatur des Lagezuschlags des OGH jüngster Natur, das hat die auch wesentlich zur Verzerrung beigetragen, ob man da nicht wieder eine vernünftige Lösung zusammenbringt. Das wäre jetzt einmal
meine Zusammenfassung. Entschuldigung, dass es ein bisschen lang dauert. Herr Erhard, bitte. Ich hätte eine Riesenbitte, dass wir nur auf die gestellte Frage eingehen, weil sonst kommen wir von der Autobahn ab auf die Wiese. Gut. Bitte, danke. Ich wollte von, gibt es jetzt direkt Fragen dazu? Sonst mache ich da, ja bitte. Okay. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, alle Feedback zu mir. Wie würden, wenn man die Neuberechnung macht, wie würden dann die Kriterien ausschauen? Weil das die gleichen. Also ja, könnte man dem Grunde nach, sind sie nicht schlecht, bitte. Das Richtwertgesetz sieht eine 4%ige Verzinsung des Grundpreises. Also das ist im heutigen. Das ist ja ein Geschenk heute, nicht? Aber selbst damals. Wieder mit der Förderintensität gekommen. Naja, ich würde es deswegen auf geförderte Wohnungen, weil das doch eine gewisse Preisdämpfung hat. Ja. Also noch einmal, meine persönliche Überlegung war, ist immer, ich soll möglichst nah an den Verkehrswert, aber doch drunter sein. Ja. Also wenn das Kriterium dahin führt, aber dann ändert dann nichts, dann ist aber trotzdem diese Unterschiedlichkeit von 40%, oder? Dann kann das mit diesen Kriterien oft nicht an den Verkehrswert führen, oder? Naja, doch, wenn ich alle was weiß ich, wenn ein gewisser Prozentsatzverzerrung eingetreten ist, setze ich neu fest. Genau. Das war ja das. Okay, dann ist richtig, ja. Das heißt, so diese Neubemessung, die verloren gegangen ist, Sie haben es, glaube ich, auch kurz in der Genesis geschildert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist so das Minimalste, das es brauchen würde, dass man sagt, der VPI, oder woran knüpft sich's, ja, oder an einen, ja, an, ja. Ja, der VPI ist das Laufende, aber ja, die, ja, Schere den, zwischen... Der Richtwert meine ich jetzt, ja, also davon abzukoppeln, ist so eine minimale, ist das ein minimaler Konsens, dass man sagt, das ist, da ist eine andere Indexierung zu finden, die näher an den Bau, an den aktuellen Bau- oder Grundstückskosten liegt? Ist das, ich wollte nur jetzt noch kurz fragen, ob das ein minimaler Konsens ist, den wir aus dieser Runde mitnehmen können. Entschuldigen wir mal, dass Sie auf Fragen eingegangen sind, die zuerst aufgetischt wurden. Ja, ja. Gibt es sonst noch da jetzt direkt was zu dieser Runde? Sonst schlage ich vor, auch aufgrund des zeitlichen Fortschritts, dass wir die dritte Runde starten. Sonst danke einmal vorerst. Und ich bitte jetzt Gabi Flossmann Platz zu nehmen und Martin Grabler. Martin Grabler von den Grünen hat einen Wohnblog und Gabi Flossmann ist nicht nur, wie wir gehört haben, familiär involviert, ist Vertreterin der Kultur hier, aber Ihnen ja weitgehend bekannt. Darf ich bitten, mit dir zu beginnen und die Frage zu beantworten, vor allem inwiefern diese Nachteiligkeiten aus deiner Sicht tatsächlich sind. Also es ist so, dass ich doppelt familiär belastet bin. Es ist mein Cousin Wilfried Lipp, der war lange Zeit Präsident von ICOMOS und war auch der Schuldige quasi dafür, dass Wien das Weltkulturerbe aberkannt werden sollte wegen dem Bau im dritten Bezirk. Und ich habe da beim Buch mitgearbeitet mit dem Kulturerbeethik. Ich mache jetzt halt nicht Reklam für das Buch, weil es eh vergriffen ist, sondern es darum geht, um nämlich die Sinnhaftigkeit von Denkmalpflege und wie weit die auch mit der Identität der Bewohner zu tun hat. Und da ist der Gründerzeitbau natürlich ein sehr, sehr Stamm aus einer Zeit, wo man noch Wien als Weltstadt geplant hat, wo der Otto Wagner noch ein Konzept für Wien entworfen hat und wo in der Zeit die Gründerzeitbauten entstanden sind, die ein sehr wichtiges Merkmal sind von Wien, die auch von den Touristen, was ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist, geschätzt werden und die, also ohne Wien, ohne Kulturdenkmäler und dieser Art wäre Wien eben nicht denkbar. Und jetzt frage ich mich, warum es nicht vom Verfassungsgerichtshof, von den Juristen, von den Wirtschaftlern, von den Politikern auch ein Anliegen ist, diese eh schon nur mehr 15.000 Gründerzeithäuser in Wien eben entsprechend zu betreuen und die als identitätsstiftendes Merkmal zu erhalten. Und es gibt ja
Mieterförderung, es gibt Sozial, ich bin sehr für soziale Förderung, ich bin auch sehr für die Durchmischung. Das wird man nur schaffen können, wenn in einem Wohngebiet mehrere Einkommensschichten wohnen, wird man nur die schwächste Schicht unterstützen können, dass sie sich das leisten kann. Das alles ist sinnhaftig, aber warum das auf Kosten eines wertvollen Kulturerbes gehen soll, sehe ich nicht ein. Und wie gesagt, das ist auch Thema von vielen Denkmalschützern, Pflegern und von Kulturschaffenden. Und es geht auch, ich habe auch gesprochen darunter auch mit einem Filmschaffenden, Robert Dornhelm, der viele historische Filme dreht, und der sagt auch, man kommt nach Wien, weil man eben eine historische Bausubstanz vorfindet und die sollte man mit allen Mitteln erhalten, damit eben diese Einmaligkeit bleibt. Weil warum sollte man sonst nach Wien kommen, wenn es ausschaut wie Los Angeles, New York oder sonstige moderne Bauten? Das wollen wir auch haben, aber nicht mehr. Herr Grabler, ich habe Sie als von den Grünen vorgestellt, jetzt sind Sie der Verfasser eines Wohnblocks zwar, aber wie ich weiß, sind Vertreter beider Regierungsparteien in Wien natürlich eingeladen gewesen und das habe ich bis jetzt noch gar nicht dazu gesagt, aber das ist natürlich wesentlich für die Besetzung dieser beiden Sesseln. Ich glaube, es war sehr kurzfristig, dass die Personen der SPÖ oder jedenfalls in den letzten 2-3 Tagen in unserem Mailverkehr abgesagt haben und daher jetzt aus der SPÖ niemand hier in dieser Runde sitzt. Das fällt mir jetzt ein, darum schicke ich es Ihrem Statement voraus. Bitte. Also, danke für die. Meine Vorstellung ist insofern auch nicht ganz einfach, weil ich bin zwar Grüner und habe auch lange Zeit Funktionen gehabt für die Grünen, bin aber gleichzeitig Mitarbeiter eines Fonds der Stadt Wien und als solcher zur Objektivität angehalten. Das heißt, ich bin kein Parteimitglied. Ich bin habe vielen Leuten schon gesagt, an dem Tag, wo ich in die Pension gehe, werde ich Mitgliedsantrag der Grünen stellen. Dann werde ich auch wirklich Parteimitglied. Versuche allerdings, und weil ich auch Finanzierungsberatungen mache, hier neutral zu bleiben und bin nie in meinem Leben in einer Partei beigetreten. Bitte, aber ich sehe mich aber immer als Ausführungen, wie Sie, gut, wie ja. Sie also die Folgen der gegenwärtigen rechtlichen Regelung sehen. Also ich werde es kurz fassen, weil vieles schon gesagt wurde. Wien hat fantastische Grünzeit Substanz, für die uns andere Städte beneiden. Und mir hat das auch sehr wehgetan, die Ablasswelle, die jetzt vor kurzem da war. Und jedes Althaus, das verschwindet aus dem Stadtbild, tut mir auch irgendwie weh. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass Wohnen, und jetzt muss ich doch ein bisschen ganz noch ausschweifen, ein Grundrecht ist. Also ein Grundrecht, das also, wie Sie sagen, das, man muss ganz oben ansetzen. Die UNO sieht Wohnen als ein Grundrecht. Das heißt also, die öffentliche Hand hat schon noch eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich das Wohnen leisten können. Und daher finde ich diese Reglementierungen prinzipiell einmal gut. Und die Stadt Wien hat auch in der Vergangenheit, also vor allem, ich kann für Wien reden, ist in der Vergangenheit recht gut gefahren und das eben mit den Förderungen, die das Land Wien anbietet, mit dem Mietrecht, also das eben auch dafür sorgt, dass zum Beispiel eine soziale Durchmischung gewährleistet ist und dass auch man zum Beispiel nicht an der Adresse schon weiß, ob man, dass man sozial stigmatisiert ist oder nicht. In Paris weiß man, banlieue, du kommst von dort und dort, du kriegst gewisse Zugang zu einem Job oder so gar nicht. In Wien ist das nicht der Fall. Und deswegen wehre ich mich auch gegen Lagezuschläge. Wir haben uns immer gegen Lagezuschläge gewehrt. Und wir versuchen auch, und zumindest ist das Gesetz, dass man möglichst einfache und transparente Regelungen findet. Das heißt, es gibt einen Richtwert, das ist durchaus okay. Und ein Eigentümer des Grünzeithauses soll auch ins Verdienen kommen, keine Frage. Aber es muss auch gleichzeitig festgestellt werden, dass hier also nicht irgendwie augenzwinkernd dann immer wieder die Regelungen gebrochen werden von beiden Seiten, sondern es soll einfach ein faires Angebot sein. Und ich verstehe auch gar nicht, und da bin ich bei Ihnen, warum zum Beispiel die Steiermark jetzt, wo man in Graz in Grünzeithaus eine Miete 40% teurer sein soll als Wien, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob es in Wien nicht um 40% zu billig ist, und vielleicht ist es auch in Graz 40% zu teuer. Prinzipiell finde ich, dass das Mietzinsniveau in Wien schon relativ hoch und auch so, dass es eben viele Leute gibt, die sich da schon schwer tun, das zu machen. Und es gibt also eben Fälle, wo dann deutlich mehr als 50% des Haushaltseinkommens für Wohnen verwendet werden muss. Und das ist natürlich auch eine bedenkliche Sache.
generell, und das, weil ich als Vertreter der Grünen da bin, ein Satz noch zur Ökologie. Ein Grünzeithaus ist im Wesentlichen aus Ziegeln, Mörtel und Holz gebaut, bitte. Das ist ökologisch eine wahnsinnig wertvolle Sache und die Wohnqualität ist von Bleirohren abgesehen, aber das kann man tauschen, ist ja wesentlich eine höhere als zum Beispiel einem 60- oder 70-Jahre-Bau. Also wo sie energietechnisch, wenn sie als Architekten wissen, sich raufen muss. Und es ist oft wichtiger, in einem 70er-Haus die Fassaden zu dämmen als beim Grünzeithaus. Aber was mich auch wundert, die Stadt Wien bietet ja relativ großzügige Förderungen an, zum Beispiel Sockelsanierungen, Totalsanierungen, für die Sanierung von Althäusern, die aber tendenziell immer weniger in Anspruch genommen werden. Also einfach auch im Vergleich zur Neubauförderung geht das in Wien zurück. Und das finde ich auch schade. Und da möchten die Wiener Grünen auch ansetzen und Anreize setzen für eine qualitativ hochwertige Objektförderung und nicht unbedingt für eine Subjektförderung, wie das oft auch angedacht wird. Vielen Dank. Ganz rasch dazu die eine oder andere Wortmeldung oder Frage. So, es wundert mich auch, weil auch in Ihren Worten, Sie haben zwar sehr gelobt die Qualität der Gründerzeithäuser, dass uns andere Städte dafür beneiden. Auf der anderen Seite ist es so, dass man nicht ein spezielles Problem sieht und sich dafür eine Lösung ausgibt, weil man die öffentliche Hand unterstützen soll, dass es Durchmischung gibt, dass es ein soziales Wohnen gibt, wofür bin ich alles. Nur nicht, dass die öffentliche Hand dann in die Taschen von ein paar Eigentümern greift, die Gründerzeithäuser erhalten müssen. Das finde ich irgendwie nicht gerechtfertigt. Ich verstehe diesen Einwand, aber da gibt es auch Förderungen, die oft nicht in Anspruch genommen werden. Weiß ich das noch nicht, aber ich habe auch mit einigen gesprochen, die haben gesagt, das interessiert sie nicht. Insofern nicht, weil sich es nicht rentiert. Sie können deswegen nicht mehr verlangen. Und wenn Sie jetzt das Geld ins Haus stecken, dann fördern Sie den Mieter, aber nicht eigentlich die eigene Situation. Und man muss auch Ihnen gestatten, dass Sie etwas verdienen. Also lassen Sie es lieber verfallen, bis es abbruchreif ist, dann verkaufen Sie es und dann haben Sie den Gewinn, den Sie erhofft haben. Aber das kann nicht im öffentlichen Sinne sein. Insofern ist in dieser Runde jetzt auch wieder interessant gewesen, weil Sie den Vergleich mit Graz und die 40% angesprochen haben und Sie gemeint hätten, das würde allenfalls, wenn man das angleicht, zu einer raschen, 40%igen Steigerung führen. Da sind wir jetzt ein bisschen bei den fehlenden Fakten wahrscheinlich, was die tatsächlich erzielbaren wirtschaftlichen Grenzen betrifft. Und insofern würde es sich wahrscheinlich anbieten, gerade das zu erheben, wozu das führt. Ob die Grazer Mietpreise in diesen vergleichbaren Wohnungen, auf die der Wiener Richtwert so anzuwenden ist, wie tatsächlich 40% höher sind. Nicht? Wie da Ist es nicht immer und überall. Also zum Beispiel in Linz wird nicht überall der Richtwert überhaupt erreicht. Ja? Also deswegen in Wien, ich glaube, Wien ist da ein spezielles Problem, weil in Wien, glaube ich, schon der Richtwert künstlich niedrig gehalten wird. So ehrlich muss man sein. Glaube ich. Also deswegen habe ich auch damals mal vorgeschlagen, aus diesem Druckkochtopf Wien einfach mal einen Druck abzulassen und den Richtwert, so wie es vorgesehen war, einmal neu festzusetzen. Bitte schön, es gibt Fragen. Ich wollte Ihnen kurz das sagen, die Bauförderungen nicht in Anspruch genommen werden. Dann ist schon vorbei. Normalerweise sind die Förderungen, ja, soweit ich weiß, ich kenne es nur vom Projekt Schwendermarkt, sind die auch an gewisse Bedingungen geknüpft, nämlich dass man dann von der Stadt Wien oder einfach der zuständigen Stelle Mieter annehmen muss. Das heißt, ich kann mich nicht einmal mehr den Mieter aussuchen, den ich dann in mein Haus lasse. Also bei Sockelsanierung ist es so, dass Sie jede vierte Wohnung anbieten müssen. Genau, ja. Beginne mit der zweiten. Das heißt also, Sie können für drei Viertel der Wohnungen Ihren Mieter suchen. Für jede vierte Wohnung gibt es ein Vorschlagsrecht von der Wohnservice Wien. Und das ist da bekommen Sie den Mieter, oder den Mieter vorgeschlagen. Sie können es auch ablehnen, muss man schon sagen. Sie bekommen Mieter vorgeschlagen, die zum Beispiel von Abbruch betroffen sind, weil in der Blockzone zum Beispiel ein Abbruch notwendig ist oder Wohnungen zusammengelegt werden, wo ein sanitärer Missstand ist. Das sind aber Mieter, die Sie genauso finden am Wohnungsmarkt wie sonst auch. Das schon, aber ich wollte mal anmerken, das ist wahrscheinlich die bittere Pille, die es gibt, ich sage gleich offen, es gibt zwei bis drei bittere Pillen, die Sie schlucken müssen. Ja. Das ist schon richtig. Aber es gibt eben, wo die Stadt Wien Geld hergibt, auch das legitime Recht, dass man gewisse Förderungen stellen kann. Wenn ich den Zustand provoziere, wo ich von jemandem Geld angewiesen bin, ist das ja doch ein bisschen zynisch, oder?
wenn ich sage, ich schränke dann noch einmal die Hilfsleistung ein und binde sie noch einmal. Nein, es ist ein Angebot der Stadt Wien, diese Annehmung. Es ist keine Verpflichtung, es ist ein Angebot der Stadt Wien. Aber das ist an Bedingungen geknüpft, das, weil die Stadt Wien auch gewisse Interessen hat und zum Beispiel auch Leute, die von anderen Stadterneuerungsmaßnahmen betroffen sind, Ersatzquartiere zu haben. Das ist wie der Herr Grabl sagt, ein paar bittere Pillen sind sie eben. Ja. Danke Ihnen beiden für diese Runde, Frau Arapovic. Sie wollten was sagen, aber ich bitte Sie gleich herauszukommen, weil wir noch einen geschwinden Durchgang machen. Und den Herrn Schweiger bitte ich da jetzt dazu zu kommen in diese Runde, weil es ein bisschen darum geht. Abseits der regulatorischen Möglichkeiten, die wir jetzt in einer ersten Runde ein bisschen versucht haben herauszuarbeiten, also ob Sie da argumentativ mitkommen oder mitgehen können, meine ich, wie wir das im Vortrag von Professor Müller gehört haben, respektive welche Vorschläge Sie machen, sozusagen wie eine Abgeltung aussehen kann, die besteht, das ist der Wunsch zu diskutieren und das möchte ich diese Frage auch weitergeben und ob es, ich glaube, das zielt ein bisschen auf das Prozessuale ab, wie es weitergehen kann in einer Vermittlung zwischen den Positionen jener, die hier Interessen verfolgen aufgrund ihres Eigentums und der Politik. Natürlich sind Runden wie diese, glaube ich, hervorragend dazu angetan, weil ich glaube, selten in so sachlich geführten Diskussionen zu moderieren. Aber es muss ja über diesen Kreis hinausgehen und daher die Frage, welche Art von Vermittlung es da geben kann, mit welcher honorigen Person auch immer, die das vielleicht in diese Vermittlung führt. Aber ganz am Anfang lasse ich Sie jetzt natürlich selbstverständlich diese Wortmeldung machen, während für die Sie sich jetzt melden wollten, bitte. Ja, danke, es geht nur um eine Klarstellung, weil auf das, was Sie gesagt haben, dann lasse ich das Haus verfallen und reiße es ab und baue neu. So einfach ist das ja nicht, weil ich habe Mieterinnen und Mieter, ich habe die Altmieter in diesen Häusern drinnen und die muss ich erstmal rausbekommen. Und das ist auch nicht einfach, was dazu führt, dass die Mieterinnen, also dass die Häuser, die in meinem Eigentum sind, dann leer wieder gekauft werden müssen, damit ich zu diesem Abriss überhaupt komme. Also so einfach kann man sich das nicht vorstellen, also so einfach ist das nicht. Was mir also irrsinnig weh tut bei dieser ganzen Diskussion oder bei diesem ganzen Vorgehen ist, dass wir einfach das Geld nicht in die gute Sanierung, in die Neuinstallationen, in vielleicht Anschlüsse an die Fernwärme und da nicht hineinstecken können, weil es rentiert sich einfach nicht. Und da müssen schon Mittel und Wege gefunden werden. Da komme ich zu Ihrer Frage wieder zurück. Abgeltung, Verfassungsgerichtshof hat da eine Entscheidung getroffen, da kann ich jetzt als Politikerin auch diesbezüglich nicht die Frage beantworten. Aber was wir absolut sehen, ist, dass es absolut notwendig ist, dass die Frage des leistbaren Wohnens, des Errichtens des leistbaren Wohnens, also wir müssen auch die Bauwirtschaft da in diese Gespräche mit einladen und die geht normalerweise bei diesen Diskussionen immer irgendwie unter, also ich bekomme sie nicht mit. Und dann, dass wir auch über die Siedlungspolitik mal reden wollen in Wien. Wo wollen wir, wie wollen wir unser, also Wien wächst, aber in welcher Richtung? Sollen wir nachverdichten? Also dafür fehlt eine grundsätzliche Entscheidung in Wien. Oder bauen wir Seestädte? Und dann, wenn wir die Seestädte bauen, bauen wir die ganze Infrastruktur hin. Ich meine, für die Wirtschaft ist es schon ganz gut, aber letztendlich muss ich es mir auch leisten können. Und wie gut kann ich es mir leisten? Beziehungsweise gibt es nicht bessere Lösungen in der Nachverdichtung, wo ich schon die Infrastruktur habe, die vorhanden ist, die ich mitnutzen kann. Ich habe den öffentlichen Verkehr, ich habe die ganzen Anschlüsse und, und. Aber da müssen wir, glaube ich, viel, viel in Wien miteinander diskutieren. Und da sind wir dort, wo Sie, Herr Ehrhardt, auch gesagt haben, gleich, also wirklich am Anfang von diesem riesigen Berg, der zu erklimmen ist. Weil Sie unter anderem jetzt auch das Abreißen und oder sozusagen die gelindere Form, den Leerstand angesprochen haben vorher und Sie, wie ich mitbekommen habe, in die Wohnungssituation vieler Menschen Einblick haben. Haben Sie den Eindruck, dass diese Situation auch dazu führt, dass, wenn es schon nicht um den Abriss und die Neuerrichtung eines dann anders zu vermietenden Objekts geht, der Leerstand dadurch provoziert wird, durch diese Regelungen, wie sie jetzt bestehen? Ist das leerstandsfördernd? Ich würde das schon auch so sehen. Ja, also ich meine,
glaube gleichzeitig, also Sie haben das ja angesprochen, also dass es nicht so einfach ist, Mieterinnen loszuwerden, und auch das leben wir relativ, also ich arbeite jetzt nicht täglich, aber jedes Mal, wenn ich dort arbeite, ist das immer wieder Thema, dass es natürlich auch Mittel und Wege gibt, das zu vereinfachen und dass das für die Mieterinnen nicht sehr angenehm ist. Also, ich glaube, man kann hier keine, diese Situation hat immer zwei Seiten, man kann sich die Frage stellen, ist das Leerstand fördernd oder ist das fördernd, dass man den Leuten wieder rechtlich den Sprung abfällt oder was weiß ich. Also es gibt beide Praxen. Und ich glaube, die Frage ist, und da würde ich gerne auf das kommen, was Sie gesagt haben, ich muss vielleicht ganz ehrlich, mich beeindruckt ja tatsächlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Sie zwei Sachen gleichzeitig machen wollen oder zumindest, wofür Sie argumentieren, nämlich einerseits den Erhalt eines kommunal oder kollektiv extrem wertvollen Gutes, nämlich den Gründerzeithäusern, zu verbinden mit dem privatwirtschaftlichen Gewinninteresse. Mir, ich käme gar nicht auf die Idee, das miteinander zu verknüpfen, und frage mich, wieso sollten Privateigentümerinnen die Last tragen, das, was Wien eben als einzigartige Stadt in der ganzen Welt auszeichnet, das privat zu regeln. Also wenn das quasi das Ding ist, worum es geht, wenn das das zentrale Interesse ist, die Gründerzeithäuser für die Gemeinschaft in Wien, für Österreich insgesamt zu erhalten, dann halte ich das im Wesentlichen für eine staatliche Aufgabe, aber auch nicht die Sphäre, wo man individuelle Profite oder Gewinne einschreibt. Also ich würde Sie diese haben, zwei auch. Sie interpretieren mich aber völlig falsch. Das ist auch, ja, das heißt, ich habe Sie so verstanden, dass wenn Sie das Swiss interpretieren, das, also ich meine, sagen Sie nur das, was Sie sagen wollen, nein, dann finde ich schon in Ordnung. Dann nehme ich, aber wollte sie nicht missinterpretieren, aber dafür plädiere ich einfach. Ich plädiere dafür, wenn man sagt, es ist ein kollektiv wertvolles Gut, in Wien die Gründerzeithäuser zu haben, das zeichnet einen als Weltstadt gegenüber allen anderen Städten aus, dann sollte das nicht verquickt werden, und zwar auch nicht zur Belastung werden für die Frage von Berufstätigkeit. Der Kollege, der dort gesessen hat, hat gesagt, da muss man doch damit auch Gewinn machen können. Ich bin der Meinung, nein, muss man nicht. Aber dann ist eben die Frage, und das zielt ja auf diese Frage, die dieser zweiten Runde jetzt als Überschrift drüber steht, genau ab. Die Eigentümer betrachten es als Schaden, den sie haben über die Zeit hinweg. Sie sagen jetzt, das ist ein kollektives Interesse oder ein kommunales Interesse, dass diese Häuser in dieser Form erhalten werden sollen, weil wir das wollen in der Gesamtheit. Ich glaube, darüber besteht weitgehend auch Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Aber was wäre das Mittel dann dafür, das sozusagen durch die öffentliche Hand zu fördern? Welche Idee haben Sie dafür? Abtritt des Eigentums an den Staat zu einem günstigen Verkehr. Danke, das ist eine Möglichkeit, die ich auch so sehe. Oder das Zweite, was ich aufzeige, wenn es jemanden gibt, der sagt, okay, das soll über die Eigentümer finanziert werden, dann muss man denen die Möglichkeit geben. Und dann die Mehreinnahmen, die dann an Steuergeldern sind, wieder den Mietern in die Tasche stecken, die sich das sonst nicht leisten könnten. Also es gibt für mich beide Wege. Wie Häuser in der DDR ausgeschaut haben, wissen wir. Also da haben Sie dann auch keine Freude damit, wenn Sie sagen, es ist okay, wenn das politisiert wird. Ja, ich sage, das Ziel muss man vor Augen haben. Und wie man dazu kommt, gibt es zwei Wege. Ich habe die undankbare Aufgabe, ich weiß, das ist immer unhöflich, aber ich muss auf die Zeit schauen und Sie bitten, noch einmal zu wechseln, nämlich zweimal noch Herr Grabler, darf ich Sie bitten, herauszukommen, und Herr Buchebner, noch einmal zu uns zu kommen und Platz zu nehmen. Und uns auch dieser Frage widmen, wie eine solche, wie ich es zuerst formuliert habe, ein solcher Schaden, wie ihn aus der Eigentümersicht gesehen wird, abgegolten werden kann, respektive diese Aufgabe, über die wir uns einig sind, geleistet werden kann. Und ob es am Weg dorthin eben das Prozedere abseits der VfGH-Klage, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, was das in einer Wiederauflage für Chancen hat, was es abseits davon für Wege gibt in der Vermittlung zwischen den Interessen. Bitte. Ja, also realistischerweise muss es beides geben. Es muss private Hauseigentümer und Hauseigentümer geben, die mit einer gewissen Liebe zu der ganzen Sache auch in die Vermietung gehen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das gibt es in Wien auch. Ich kenne genügend Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die sozusagen das Haus in der dritten Generation schon bewirtschaften und die ein Interesse haben an einer
einer Mieterschaft, die sich auch wohlfühlt in dem Haus, die unbefristete Mietverträge hergibt oder sehr lange befristete Mietverträge hergibt und sie auch wirklich damit leben mit diesem Gründungshaus. Das ist das eine, was die Stadt Wien braucht. Das allein wird es nicht sein. Die öffentliche Hand ist schon noch gefordert, das zu machen. Und ich bin alt genug, um die DDR zu kennen, wie die Häuser dort ausgeschaut haben, wenn man das nur der Kommune überlässt. Das ist auch kein, gebe ich Ihnen recht, das kann es auch nicht sein. Aber die Stadt Wien hat, oder die öffentliche Hand hat prinzipiell schon noch eine gewisse Verantwortung, da relativ klare Regeln zu machen, auch in Richtung Stadtplan, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Und ich bin bis zu einem gewissen Grad ein Verfechter der Nachverdichtung, dass die Stadt Wien sagt, also da und da gibt es auch noch Grund und Boden, der nicht beliebig vermehrbar ist, wo es sinnvoll wäre, auch neuen Wohnraum zu schaffen. Und gleichzeitig gibt es aber auch, und ich wollte es gleich am Anfang noch sagen, auch ein gewisses eine gewisse Verpflichtung auch, wer immer auch dann zum Beispiel so ein Kulturerbe hat, ein Grünhaus ist einmal ein Kulturerbe, das auch, zum Beispiel in Deutschland gibt es die sogenannte Sozialpflichtigkeit des Eigentums, im Grundgesetz sogar in Deutschland, dass man da auch einerseits einmal plädiert für die Verantwortung, die man hat, wenn man ein Grünzeithaus besitzt und das irgendwie zum Wohnen auch hergibt und gleichzeitig aber auch für die öffentliche Hand mal gescheite und, Entschuldigung, Richtung der Juristen, gescheite, nachvollziehbare und auch haltbare Regelungen zu finden. Dankeschön, Herr Buchhübner. Ja, also ich glaube, nach meinem Rechtsempfinden kann ich für eine Position, die der Verfassungsgerichtshof immer noch dazu stehen mag, als rechtens anerkannt, kann man nicht rückwirkend der Schuldersatzzahlung leisten. Das ist sicher nicht drinnen. Aber, und da glaube ich, das ist ja auch schon angekommen, der Gesetzgeber ist wirklich gefragt, hier entsprechend neue Schritte einzuleiten. Ich halte bitte, das nicht böse sein, das war wahrscheinlich so nicht intendiert mit der Vermittlungsperson Schaumeier. Also die Maria Schaumeier ist für ein politisch sehr sensibles Thema als Vermittlungsperson eingesetzt worden, nämlich für die NS-Zwangsarbeiter. Also bitte das nicht mit diesem Thema, so sehr sie das auch drücken mag, zu vergleichen. Also ich würde das Beispiel Schaumeier hier wirklich nicht anführen. Aber der Gesetzgeber sollte die Möglichkeit eröffnen, für den innovativen Eigentümer eine Belohnung zu geben. Eine gibt es nämlich jetzt schon im MRG, dass ich in der Teilanwendung für den Dachgeschossausbau bin. Das heißt, ich bin hier in der Mietzinsgestaltung frei. Das ist schon einmal eine Möglichkeit. Und da sind wir schon bei diesem Punkt dass, der Nachverdichtung. Das ist nichts anderes als eine Nachverdichtung. Die im Übrigen auch das WGG sogar dem Bauträgerauftrag zu prüfen, in jedem Fall, bevor was Neues baut, auch nachzuverdichten. Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftspolitisch wichtiger Punkt und auch einfach aus Kosten der Infrastruktur. Wie Sie sagen, ich habe ja alles vor der Tür. Nicht? Ich brauche nicht die Straßenbahn, was weiß ich, was. Ich brauche natürlich auch den Neubau auf der grünen Wiese in einem gewissen Ausmaß, aber primär sollte ich die Nachverdichtung haben. So, wie können wir es? Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man natürlich auch eine Prämie den Hauseigentümern, der nachhaltig ein Haus saniert und auch auf Schuss hält, dass er nicht wieder verfallen lässt, dass man denen dann zum Beispiel das Zuckerl, und zwar nicht aus Mitteln der Mieter nachhaltig, sondern aus Eigenmittel, aus Finanzierungsmittel, aber nicht über das 18er Verfahren und auch nicht aus Zuschuss der Mieter, dass man ihm dann bei der Neuvermietung die Möglichkeit gibt, angemessen zu vermieten. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung für initiativen Hauseigentümer. Und wir haben auch die soziale Abfederung, weil die Stadt Wien, das ist, glaube ich, meines Wissens das einzige Bundesland in Wien, ist, dass auch ein allgemeines Wohnentgelt kennt, dass also nicht nur für die geförderten Wohnungen, sondern auch für den privaten Altbestand, Voraussetzung, der Betreffende muss 5 Jahre in Wien wohnen, also gilt auch für nicht österreichische Staatsbürger. Also ich glaube, da hätten wir auch die soziale Abfederung und auf der anderen Seite die Initiative, die der Hauseigentümer braucht, um also hier zu sagen, ich will nachhaltig mein Haus verbessern und auf Schuss halten.
Vielen Dank. Das ist schon eine sehr detaillierte Vorstellung, aber wie ich heute auch mitbekommen habe, haben Sie schon sehr intensiv an solchen Rechtsmaterien gearbeitet. Danke Ihnen beiden für diese Runde und bitte Sie beide noch für eine ganz kurze Schlussrunde heraus, wo es noch einmal um diese Möglichkeit dessen gehen soll, wie man diese Rückstände, den Schaden allenfalls den Hauseigentümern ersetzt und auch in einem Prozedere zu neuen Gesetzen zusammenkommt, mit welcher honorigen Person auch immer, die da vermittelnd tätig sein kann. Herr Schrankel, bitte. Ja, also ich, erstens mal glaube ich, rückwirkenden Schaden, den müsste ich auch mal, also es ist sehr schwierig, ja, den auch juristisch durchzufechten, glaube ich auch nicht, dass das sinnvoll ist, weil die Frage ist wirklich, seit wann besteht dieser Schaden, sehr schwierig eben das festzusetzen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir endlich einmal ins Tun kommen, ja, nicht immer nur für vormalige Verhältnisse. Wir haben heute gesehen, dass eigentlich alle da am Podium irgendwo so eine Art Universalmietrecht, wie das die Ruth Becher vorgeschlagen hat, wahrscheinlich in ein bisschen anderen Ausstaffierungen andenken. Das heißt, dass man eben weggeht von den starren Grenzen und variablen Grenzen einzieht, dass man auch sagt, wenn ein Vermieter in das Haus investiert, in die Wohnung des Mieters investiert, dann soll er auch wieder etwas verdienen dürfen. Auch das ist unsere Linie, das ist die Linie der FPÖ oder der Freiheitlichen. Das heißt, machen wir das Mietrecht neu. Es ist dort viel Gutes drinnen. Ich will jetzt nicht Menschen über Gebühr belasten, aber ich glaube, dass heute, also ich glaube erstens einmal an die soziale Marktwirtschaft und nicht an den Kommunismus und dass auch Vermieter nicht alle böse Miethaie sind, sondern auch viele vielleicht ein soziales Gewissen haben, weil sonst hätten ja alle ihre Mieter hinausgeschmissen und die Häuser abgerissen. Und deswegen machen wir ein neues Mietrecht, das weggeht von starren Grenzen und das Vermietern, die aus Eigenkapital oder einfach dort investieren, auch die Möglichkeit gibt, 4% Rendite, was in der heutigen Zinslandschaft ja toll ist, auch wieder herauszubekommen. Es muss auf jeden Fall etwas getan werden. Wir reden schon viel zu lange. Ich war vor 5 Jahren, glaube ich, mal bei Ihnen, Herr Kaspar Ehren. Da haben wir schon über das Gleiche gesprochen. 5 Jahre wieder nichts passiert. Sehr traurig. Ich hätte gern schon was verändert. Aber wir haben zuerst das WGG gemacht. Es wäre noch einiges am Plan gestanden. Vielleicht habe ich bald wieder die Chance. Frau Flossmann. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als Sie, was die Förderung von willigen Hausbesitzern, die wirklich gut ihr Haus sanieren, betrifft, weil Förderung sehe ich die Kultur, ist wahnsinnig wichtig, ist eine staatliche Herausforderung, der Staat nachkommen sollte. Auch die soziale Förderung, dass man quasi einen Besitzer fördern, dass damit er das tut, was er vielleicht tun würde, wenn er eh genug verdient. Eher sollte man schauen, dass die genug verdienen und sie dann zwingen, dass sie ihre Häuser in Schuss halten und, wie gesagt, die Förderungen denen zukommen lassen, die sich vielleicht eine Wohnung dann nicht mehr leisten können. Die sollte man wirklich breit und ordentlich fördern. Das ist für mich missverstanden. Ich habe nicht Geldförderung bestanden, sondern dass ich die Möglichkeit habe, die Preisgestaltung die Förderung zu erzielen. Also ja, wenn die Preisgestaltung die Förderung ist, das heißt, dann werden die Mieten teurer, dann ist dann erst recht gefragt, wieder, wie man überlegt, den Ausgleich, dass dann niemand auf der Strecke bleibt. Diese beiden Anliegen und einen Mut zu bringen, dass die schönen Häuser der Altbestand bleibt und dass die Menschen sich mit Förderung noch leisten können, drinnen zu leben. Ich glaube, das Beste ist übrigens nicht fördern, weil die Leute schauen immer, wo sie Steuern sparen können. Deswegen glaube ich, ist Abschreibemöglichkeiten das was wirklich, glaube ich, funktioniert. Und da muss der Staat nicht einmal Geld in die Hand nehmen, sondern hat wahrscheinlich am Ende des Tages sogar noch viel mehr davon, weil er eben über die Konjunktur viel mehr Geld zurückbekommt. Also ich glaube, die Idee wäre nicht fördern, sondern die Idee wäre, Abschreibemöglichkeiten wieder großzügig möglich zu machen, so wie das eben bis 2011 schon zum Teil möglich war. Aber wenn ich keine Einnahme habe? Das glaube ich aber nicht. Die gibt es dann doch. Danke vielmals. Wenn es noch die eine oder andere ganz kurze, schnelle Wortmeldung gibt, die wir in dieser Runde brauchen, wir sind erst 12 Minuten über der
angepeilten 2 Stunden, die wir uns vorgenommen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann beschließe ich die Runde. Danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, Ihnen vor allem den Auftakt gemacht zu haben mit der sehr verständlichen, glaube ich, Präsentation des Gutachtens bis in die verfassungsrechtlichen Details gehend, das uns, glaube ich, eine gute Auflage dafür geboten hat. Ich freue mich, dass das eine wirklich unglaublich, für den Wahlkampf unglaublich sachliche Diskussion war. Ich habe es jetzt erst schon gesagt, die ich ganz selten so erlebe. Schön ist immer, wenn es nur ein breiteres Publikum erreicht, weil ich glaube, da war also durchaus das nicht eine Veranstaltung, die jetzt ganz aus einer Perspektive die Interessen einer Gruppe beleuchtet hat, sondern hier doch sehr bunt Lösungsvorschläge zur Sprache gekommen sind, wo ich manchmal erstaunliche Überschneidungen gesehen habe und jedenfalls den Eindruck habe, dass es da im Bereich des Wohnrechts einen Reformbedarf gibt, der vielleicht parteiübergreifend, zumindest der hier vertretenen Protagonisten heute, zu lösen ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bei Veranstaltungen in Corona-Zeiten ist immer so, dass dann alle ganz schnell rausgehen müssen, nicht gleichzeitig, sondern hintereinander, aber jedenfalls gehen müssen. Ich glaube, heute ist es nicht ganz so. Es gibt eine kleine Stärkung noch und vielleicht können wir irgendwo noch zusammenstehen mit gebotener Vorsicht und das da langsam ausgleichen lassen. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch.